Einen schönen 1. Mai-Feiertag wünscht euch der Callcenter Crusher. Im heutigen Video spiele ich ein wenig mit der Betrügerfirma Quanta Capital. Je nach Übersetzung kann Quanta ja verschiedene Bedeutungen haben. In diesem Zusammenhang meinten die sicherlich die englische Bedeutung Quanten, Quantenkapital also. Ob diese Firma ein Quantensprung in Sachen Trading ist, hört ihr in diesem Video und das natürlich nach dem Intro beginnt. Hallo? Guten Tag, ich heiße Nancy. Ich bin Ihre persönliche Beraterin. Wir haben sich erfunden. Hallo? Hören Sie mich? Sehr leise und das ist sehr laut bei Ihnen. So, ich kann lauter sprechen. So, ich heiße Mia Schmidt. Ich bin Ihre persönliche Beraterin. Meine persönliche Beraterin, wann hatte ich Sie denn eingestellt? So, Sie haben sich erfolgreich bei unserer Plattform angemeldet, deswegen rufe ich Sie an. Bei welcher Plattform? Kein Moment. Ach, Sie wissen Ihre eigene Plattform nicht? Swiss Cryptos. Bitte was? Swiss Cryptos. Können Sie das mal buchstabieren? Ich verstehe Sie leider nicht. So, Sie haben auf unserer Plattform Swiss Cryptos angemeldet. Das ist mir, ich verstehe Sie leider nicht. Welche Plattform? Können Sie das bitte mal buchstabieren? S-W-I-F. Bitte was? Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht? Kann ich Ihnen auf WhatsApp schreiben dann? Können Sie gerne mal versuchen. Ich benutze gar kein WhatsApp. Aber trotzdem möchte ich gerne wissen, wie heißt Ihre Plattform? Ich habe Ihnen gesagt, dass unsere Plattform heißt Swiss Crypto. Swiss Crypto. Sie sprechen sehr schlecht Deutsch. Swiss Crypto. So, unser Unternehmen heißt Quanta Capital. Ach, okay. Gut. So, sagen Sie mir bitte, haben Sie verstanden, wie alles bei uns funktioniert oder soll ich Ihnen jetzt alles erklären? Sie haben ja noch gar nichts erklärt und ich habe auch nicht verstanden. Ich wusste bis jetzt gerade noch nicht, wie Ihre Plattform heißt. Also Quanta Capital? Ja, genau. Okay, gut. Dann erklären Sie mal. Was bieten Sie an? So, unsere Firmensitz befinden sich in der Friedrichstraße in Berlin. Sie rufen aus Berlin an? Ja. Dann sind Sie eine deutsche Firma? Ja, genau. Eine deutsche Firma, sehr gut. Ja, und was bieten Sie an? Können Sie nochmal sagen? Was? Ah, ja, genau. So, und haben Sie bereits Erfahrungen auf dem Finanzmarkt? Oder ich habe Sie gerade gefragt, was Sie anbieten. Unser Unternehmen arbeitet mit einer Vielzahl von Vermögenswerten, Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und andere Anleihen auf dem Börsenmarkt. Unser Prinzip bei der Arbeit, wir kaufen billige und verkaufen teurer. Und diese Differenz von Preis ist Ihr Profit. Sie rufen aus Berlin an und sprechen so schlecht Deutsch. Wie leben Sie da in Berlin? Ist mir ein Rätsel. Ich komme aus Großbritannien, aber ich wohne schon 5 Jahre aus Deutschland. Oh, und wie leben Sie denn in Deutschland, wenn Sie so schlecht Deutsch sprechen? Sie können sich ja nicht mal ein Taxi rufen, so schlecht wie Sie Deutsch sprechen. Und Sie kommen aus Großbritannien? Dann ich kann Ihnen alle Informationen per E-Mail schicken. Nee, ich habe ja nun Fragen. Also dieses Quanta Capital haben Sie gesagt? Mhm. Ja, gut, okay. Und was Ihre Firma bietet, das weiß ich. Wie lange sind Sie jetzt mit dieser Webseite schon am Markt? Wie alt ist Ihr Unternehmen mit dieser Webseite? So, unsere Unternehmen arbeitet mehr als 10 Jahre auf dem Börsenmarkt. Seit 10 Jahren? Mhm. Das ist interessant. Gut, okay. Und wie kann und man dann... Bieten,
Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, mit dem Handel Geld zu verdienen. Ja, das ist häufig so. Gut, okay. Und Sie sind gut, das ist eine deutsche Firma, das ist prima. Da, genau danach habe ich gesucht. Wie kann ich bei Ihnen denn investieren? Was bieten Sie da genau an? Welche Möglichkeiten? Zunächst müssen Sie die Option wählen, die Option für die Arbeit wählen. Und dann können Sie Ihr Handelskonto aktivieren. Die Option wählen. Welche Option denn? Wir haben zwei Optionen für die Arbeit. Die erste Option besteht darin, direkt mit einem Finanzexperten zusammenzuarbeiten und monatlich ab 30% Profit machen. Es kann auch 50% oder mehr sein, aber dies wird jedoch vom Finanzmarkt abhängen. Wir haben Börsenfachleute, die den Algorithmus optimieren. Das heißt, wenn Sie sich anmelden, müssen Sie selbst über Trades nicht mehr denken. Eine kurze Nachricht an die Fachperson und Sie kriegen Informationen, welcher Trade hier Sinn macht. Und wenn Sie nicht nur Geld verdienen, sondern auch Erfahrungen in diesem Bereich sammeln wollen, dann rate ich direkt mit einem Finanzexperten zusammenzuarbeiten. Er berät Sie persönlich, wo Sie aktuell investieren sollten und erklärt Ihnen, wie man überhaupt auf dem Finanzmarkt Geld verdienen kann. Und wir haben auch zweite Option. Wenn Sie Vollzeit beschäftigt sind und keine Zeit haben, um mit Finanzexperten zu sprechen, können Sie mit dem Roboter arbeiten. Das ist ein Algorithmus, ein Programm, das alles für Sie macht. Also, unsere Programmierer haben dieses Programm so erstellt, dass der Prozess automatisch und ohne viel Aufmerksamkeit abläuft. Und mit dem Roboter profitieren Sie bis 30% monatlich. Das ist unsere Garantie, weil der Roboter nur die sichersten Ziele stellt, damit es kein Risiko gibt. Aber auf jeden Fall müssen Sie zwei oder drei Gespräche mit einem Fachmann führen, der den Roboter installiert, Ihnen zeigt, wie er funktioniert und alles für Sie einrichtet. So, sagen Sie mir bitte, möchten Sie lieber mit dem Finanzexperten oder mit dem Roboter arbeiten? So, das haben Sie ja jetzt sehr schön vorgelesen, aber zur Klarstellung, ich bin ein Investor, ich möchte nicht selber traden, ich gebe Ihrer Firma Geld, damit Ihre Firma mein Geld vermehrt. Ich bin ein Investor, das mache ich. So, sehen Sie, Sie schicken unserem Unternehmen kein Geld. Ein persönliches Handelskonto wird für Sie eröffnet, um im Interbankenhandel an der Börse zu arbeiten. So, Sie haben ein persönliches Konto, mit dem Sie arbeiten können und eine Handelsplattform, mit der Sie arbeiten können. Um Ihr Konto zu aktivieren, übermittle ich Ihnen die Bankdaten für die Überweisung auf Ihr Handelskonto und nach der Aktivierung des Handelskontos erhalten Sie einen auf Ihren Namen lautenden Kontoeröffnungsvertrag sowie eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen. Gut, dann übersenden Sie jetzt erstmal schon mal die Bankdaten. Okay, und für eine erfolgreiche Zusammenarbeit brauchen wir Antworten auf diese Frage, bevor wir für Sie den Platz bei passenden Broker buchen werden. Bitte Sagen was Sie mir bitte? bitte. Ich verstehe Ihr Deutsch leider nicht. Für unsere erfolgreiche Zusammenarbeit brauchen wir Antworten auf diese Fragen, bevor wir für Sie den Platz beim passenden Broker buchen werden. Ja, auf welche Fragen denn? So, sagen Sie mir bitte, wie alt sind Sie? Ich bin 57. Okay. Welche Staatsbürgerschaft haben Sie? Deutsch. Und besitzen Sie neben der deutschen Staatsangehörigkeit noch eine weitere Staatsangehörigkeit? Nein. Okay. Was machen Sie beruflich? Das dürfte Sie ja nichts angehen. Das ist privat. Okay, haben Sie ein Kryptokonto? Nein. Haben Sie Schulden, Insolvenz oder Kredite? Das dürfte Sie ja auch nichts angehen. Das ist privat. Okay, aber diese Informationen brauchen wir, um zu verstehen, ob Sie keine Schwierigkeiten bei der Auszahlung haben Ich werden. habe keine Schwierigkeiten bei der Auszahlung. Ich bin ein Investor. Okay, benutzen Sie Online-Banking? Ja, auch. Okay, welche Bank benutzen Sie? Das spielt ja auch keine Rolle. Ich habe verschiedene Banken.
Okay, und auch ich muss Sie sofort informieren über unser Bonussystem, welches gültig ist für alle unsere neuen Kunden. So, wenn Sie noch heute unsere Zusammenarbeit anfangen und wenn Sie noch heute Ihr Handelskonto aktivieren werden, dann können Sie 50 Euro als Bonus erhalten, wenn Sie mit 250 Euro beginnen. Sie erhalten einen Bonus von 100 Euro, wenn Sie mit 500 Euro beginnen. Und Sie erhalten 200 Euro Bonus, wenn Sie mit 1.000 Euro oder mehr beginnen. So, sagen Sie mir bitte, mit welchem Geldbetrag Sie beginnen müssen. Das muss ich ja nicht jetzt am Anfang gleich festlegen, weil ich habe schon bessere Angebote bekommen mit mehr Boni. Also 50 Euro Bonus als Neukundenrabatt ist nicht viel. Und ich muss ja jetzt So. nicht gleich festlegen, mit welchem Betrag ich einsteigen will. So, und wie viele Bonus bieten Ihnen diese anderen Unternehmen? Das geht bis 50 und 80%. Okay, so ich kann Ihnen 100 Euro als Bonus anbieten. Na, das hört sich doch besser an. Gut. Dann können Sie Okay. jetzt die Bankdaten schicken, bitte. Okay, und wir haben drei Möglichkeiten. Aha, okay, ich mache die Anfrage an unsere Finanzabteilung. Meine Kollegin aus der Finanzabteilung bereitet für Sie die Bankverbindung vor. Kann ich Ihnen diese Bankverbindung per E-Mail schicken? Ja, können Sie. Okay, kleinen Moment bitte. Ja, ich bleibe in der Leitung. Okay. Wie üblich fing nun die lange Wartezeit an, in der die Betrügerin Mia in der Finanzabteilung nach den Bankdaten verlangte. Diese Wartezeit habe ich natürlich herausgeschnitten. Dass diese Finanzabteilung normalerweise in Wirklichkeit der rufbereite Money Mule ist, das wissen wir. Aber hier war es anders. Trotzdem dauerte es etliche Minuten, bis sie wieder am Telefon war. Was in diesem Anruf anders war, erkläre ich dann später. Noch eine Minute, bitte. Ja. Hallo, es ist, ich bin wieder da. Ja. Ich habe Ihnen diese Nachricht per E-Mail geschickt. Können Sie bitte Ihre E-Mail prüfen? Ja, rufe ich sofort. Nein, noch ist keine E-Mail da. Okay, vielleicht können Sie die Seite aktualisieren oder auch Spam prüfen. Ja, so, jetzt habe ich hier was bekommen. Mein Name ist Mia Schmidt. Ah ja, okay, gut. So, da haben wir das deutsches Konto, das ist richtig. Ja, und ich werde Ihnen jetzt diese Bankverbindung erklären. Augenblick, Augenblick, BRK, was ist denn BRK? BRK ist der Name, das ist Bayerische Roten Kreuz. Das Bayerische Rote Kreuz. So, das ist ein Ihre Firma internationales ist das Unternehmen. Bayerische Rote Kreuz. Wir sind ein internationales Ja, aber Unternehmen, das Sie zu haben aber doch nichts mit wohltätigen dem Bayerischen, Zwecken. Sie haben aber doch nichts mit dem Bayerischen Roten Kreuz zu tun. So, ich kann Ihnen erklären, aber Dann Sie erklären Sie mal. geben mir keine Möglichkeit. Ja, erklären Sie So, mal. wir sind ein internationales Unternehmen, das Grüß zu dich, wie geht's? wohltätigen Zwecken mit dem Roten Kreuz zusammenarbeiten. Sie arbeiten mit dem Bayerischen Roten Kreuz zusammen? So, dies ist unser Bankkonto. Wir arbeiten mit dem Roten Kreuz für wohltätige Zwecke. Bitte? Das ist unser Bankkonto, aber wir arbeiten mit dem Roten Kreuz für wohltätige Zwecke. Ach, Sie sind ein Wohltätigkeitsverein wie das Bayerische Rote Kreuz? So sehen Sie, einer der wichtigsten Aspekte dieser Partnerschaft ist die Möglichkeit, Finanztransaktionen über die IBAN des Roten Kreuzes abzuwickeln. Dies bietet unseren Kunden nicht nur ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit, sondern bestätigt auch unser Engagement für die Unterstützung von wohltätigen und humanitären Initiativen.
Ah ja, gut, okay. Und Ihr Firmensitz ist Berlin. Haben Sie da mal die Adresse für mich? Ja, unser Firmensitz befindet sich in der Friedrichstraße in Berlin. Also Sie sind eine deutsche Firma. Gut, okay. Sie sind ja Ja, ein genau. Finanzdienstleister. Richtig? Ja. Genau. Wo sind Sie dann reguliert als Finanzdienstleister? So, ich kann Ihnen jetzt unsere Lizenz per E-Mail schicken. Ja, dann warte ich drauf auf die Lizenz. Okay. Kleinen Moment bitte. Natürlich. Wieder dauert es etliche Minuten, bis die Lizenz dann bei mir ankam. Diese Wartezeit habe ich natürlich wieder herausgeschnitten. Ja, ich habe Ihnen per E-Mail unsere Lizenz geschickt. Ja, dann aktualisiere ich nochmal. Und was Ihre Frage betrifft, so, wir werden von der FCA reguliert. Nee, als deutsche Firma werden Sie nicht von der FCA reguliert. Als deutsche Firma werden Sie von der BaFin reguliert. Sie haben gesagt, Sie sind eine deutsche Firma, dann müssen Sie von der BaFin reguliert werden. Hallo? Ja, ich hab gesagt, dass wir sind FCA. Sie sind eine deutsche Firma, haben Sie gesagt. Und eine deutsche Firma wird immer von der BaFin reguliert. Nein, nicht immer. Doch, immer. Dann sind Sie Nein. entweder keine deutsche Firma oder Sie sind, ich weiß es nicht. Gut, aber das, was Sie mir hier geschickt haben, das ist ja nicht von der, keine Lizenz von der FCA. Das ist von der EFC. Und das ist keine Lizenz. Hallo? Ja, ich höre Sie. Ja, was sagen So, Sie ich habe dafür? gesagt, so, wir sind bei FCA Gut, reguliert. dann geben Sie mir mal bitte die Lizenznummer bei der FCA, die Sie haben. Okay, einen kleinen Moment bitte. Ja. Hallo? Ist Ihr Telefon kaputt? Ich höre Sie nicht mehr. Ja, kleine Minute bitte. Ja. Okay, so sehen Sie. FCA ist auf Englischsprache und Ja, richtig, ich möchte gerne die Nummer haben, unter der Sie bei der FCA reguliert werden. ich habe gesagt, dass FCA ist auf Englisch. Ja, ich weiß. Und trotzdem möchte ich gerne die Nummer haben, mit der Sie, unter der Sie bei der FCA reguliert werden. Das sind sechs Aber ich Zahlen. habe. Die möchte ich Ja, aber gerne ich habe haben. Ihnen, ja, aber auf unsere Lizenz, Sie können alles Das sehen. ist keine Lizenz, was Sie mir da geschickt haben. Deswegen möchte ich gerne, Sie möchten, das ist nicht von der FCA. Jetzt möchte ich gerne die FCA-Lizenznummer wissen. Das sind sechs Zahlen, die möchte ich gerne wissen. Okay, kleinen Moment. Ja, noch einen Moment. Und auch diesmal kam minutenlanges Däumchendrehen auf meiner Seite, bis die Betrügerin Mia ihre Daten zusammengesammelt hat. Hallo, ist da noch jemand? Ja, ich bin hier. Kleinen Moment bitte. Ich schicke Ihnen diese Nee, Lizenz. Sie brauchen mir ja nur die Zahlen zu sagen, die Lizenznummer. Ja, ich habe Ihnen diese Lizenz geschickt. Nein, das ist ja keine FCA-Lizenz. Das ist Ich ja. habe Ihnen die neue Lizenz geschickt. Ah ja, okay, dann schaue ich doch mal, ob da was angekommen ist. Dann schauen wir doch mal. So. Ja, und können Sie sehen, dass der Name unseres Unternehmens ist Quanta Capital. FCA, so, jetzt haben wir die Lizenznummer. Dann überprüfen wir die doch mal bei der FCA. Das ist ja kein Problem.
Okay, dann können wir weitermachen. Ja, ich überprüfe das schnell, wenn es für Sie in Ordnung ist. Okay. So. So, das war 976 196 196. Dann prüfen wir doch mal. Oh, wissen Sie, was mir da angezeigt wird unter dieser Nummer? Ja. Da steht ein Text. Unfortunately, we didn't find any results matching your search time. Das ist keine Lizenz bei der FCA. Das ist eine Fake-Lizenz, die Sie mir geschickt haben. Nein, das ist kein Fall. Doch, Sie doch, können noch doch. mal. Ich habe es überprüft soeben. Bei der FCA. Sie können noch mal versuchen. Ich habe es Vielleicht haben überprüft. Sie falsche Nein, Nummer. ich habe genau die Nummer, die Sie Können gesagt haben. Sie noch mal? 976196 habe ich überprüft. Es gibt keine Lizenz unter dieser Nummer bei der FCA. Gibt es nicht. So, können Sie bitte diese Nummer nochmal Ich wiederholen? habe es nochmal überprüft. 976196. Das ist die Nummer, die auf der Lizenz steht, die Sie mir geschickt haben. Und auf welcher Seite haben Sie diese überprüfen? Auf der FCA-Seite. Okay, einen kleinen Moment, ich werde diesen auch machen. Ja, machen Sie mal. Okay. Was soll ich euch sagen? Wieder mal minutenlange Wartezeit, die ich euch herausgeschnitten habe. Wo überprüfen Sie denn Ihre eigene Lizenz? Ja, ich überprüfe Ich keinen frage Moment. gerade, wo überprüfen Sie denn Ihre eigene Lizenz? Ich habe gesagt, das ist unsere Lizenz, das Ja, ist Ihre Lizenz. ich frage Aber Sie gerade haben nach. gesagt, dass. Hallo, ich habe gerade gefragt, wo überprüfen Sie denn Ihre Lizenz? FCA. Genau, lesen Sie mal den Link vor, wo Sie das überprüfen. Okay. Ja, lesen Sie mal vor. Lesen Sie doch mal vor. Hallo. Können Sie Ja, nicht kleinen lesen? Moment. Sie sollen mir doch einfach nur So, den Link vorlesen. in 5 Minuten werde Ihnen unser Finanzmanager Ihnen wieder anrufen und er kann Ihnen Nee, ich alles möchte das gerne erklären. jetzt wissen. Momentan sieht es so aus, dass Sie ein Betrüger sind. Sie haben eine falsche Lizenz. Sie rufen mit unterdrückter Rufnummer an. Sie sind eine deutsche Firma in Berlin und mit einer Lizenz aus Großbritannien, die aber gar nicht existiert. Sie schicken mir eine Lizenz, das keine FCA-Lizenz ist. Die Nummer ist nicht bei der FCA bekannt. Geben Sie mich bitte an jemanden weiter, der das aufklären kann. Wir können auch schreiben, wenn man Ich hatte ihr ja schon bewiesen, dass sie Betrüger sind, worauf sie mir eine E-Mail mit folgendem Text sendete. Gesprochen wird diese E-Mail von meiner alten Scambeta-Kollegin und Freundin Ellie, der ich für die spontane Hilfe herzlich danke. Sehr geehrter Herr Seifert, versuchen Sie es später noch einmal. Es könnte technische Probleme mit der Webseite geben. Ich habe Ihnen die richtigen Informationen gegeben und die FCA erteilt niemandem eine Lizenz. Wenn Sie sagen, wir seien Betrüger, dann liegen Sie falsch. Sie sollten verstehen, dass wir ein lizenziertes Unternehmen sind, das nur an einer langfristigen Zusammenarbeit mit dem Kunden interessiert ist. Alle unsere Kunden nutzen diese Bankverbindung und alles ist in Ordnung. Da Sie keine Erfahrung in diesem Bereich haben, wissen Sie nicht, wie dieses System funktioniert. Wir haben einen sehr großen Zustrom von Kunden und um leichter nachvollziehen zu können, welcher Kunde die Überweisung getätigt hat, verwenden wir diese Aktivierungsmethode und diese Bankverbindung,
bei der Sie Ihren Vor- und Nachnamen angeben, was bedeutet, dass Ihr Geld sofort auf Ihrem Handelskonto gutgeschrieben wird. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen und ich kann Ihnen auch unsere Lizenz zusenden, um sicherzustellen, dass wir offiziell tätig sind. Sie machen eine einmalige Kontoaktivierung für 250 Euro. Unsere Aufgabe ist es zunächst, die Höhe der Investition zu erarbeiten, sodass Sie auf 250 Euro verdient, zurückgezogen, beruhigt auf die Tatsache, dass Sie Ihr Geld zurückgegeben haben und dann ruhig verdient Kapital, um das Konto zu entwickeln. Sie können Geld sparen und Sie können abheben, wenn es Ihnen passt. Wir arbeiten nicht inoffiziell mit Kunden zusammen. Wir arbeiten von Bank zu Bank, sodass es für Sie in erster Linie die Sicherheit Ihrer Gelder gewährleistet ist. Wenn Sie eine Bank-zu-Bank-Zahlung vornehmen, können Sie diese innerhalb eines Monats nach der Überweisung stornieren und das Geld mit Ihrem Konto wieder gutgeschrieben. Deshalb verwenden wir diese Aktivierungsmethode, um unsere Kunden und unser Unternehmen zu schützen. Sie senden kein Geld an mich, sondern es wird auf Ihr Handelskonto überwiesen, das wir einrichten werden und das für Sie arbeiten wird. Daran sind wir auch interessiert, denn wenn der Kunde mit dem Ergebnis und Leistungen zufrieden ist, wird er langfristig mit uns zusammenarbeiten. Und je mehr der Kunde verdient, desto mehr Provisionen erhält das Unternehmen. Das ist die einzige Möglichkeit, dieses Geschäft aufzubauen und jeder bekommt einen Prozentsatz der Einnahmen. Sie sollten wissen, dass der Investitionsbetrag versichert ist und Sie Ihr Geld jederzeit abheben und unsere gemeinsame Arbeit beenden können. Sie haben zwei Möglichkeiten, Ihr Geld abzuheben. Die erste ist, Ihr Geld einfach auf Ihr Bankkonto vom Handelskonto abzuheben. Denn nur Sie haben Zugang zu Ihrem Handelskonto und die Kontrolle über Ihr Geld. Mit Ihren Finanzexperten werden Sie Ihre Karte oder Ihr Bankkonto mit Ihrem Handelskonto verknüpfen und Ihre Gewinne in aller Ruhe abheben. Die zweite Möglichkeit ist, dass Sie eine Rückerstattung von Ihrer Bank beantragen können und Ihr Geld innerhalb von 1 bis 2 Tagen auf Ihr Konto zurücküberwiesen wird. Sie riskieren nichts. Was denken Sie darüber? Mit freundlichen Grüßen, Mia Schmidt. Nun wird es Zeit, deren Konto mal etwas näher zu beleuchten. Die Betrügerin Mia sagte und schrieb ja in ihrer Mail, dass Quanta Capital eine Kooperation mit dem Bayerischen Roten Kreuz eingegangen wäre. Die angegebene IBAN ist tatsächlich das Spendenkonto des BRK, das öffentlich im Internet zu finden ist. Natürlich haben die Betrüger keinen Zugriff auf die Konten des BRK, wollen aber trotzdem das Geld auf dieses Konto haben. Wahrscheinlich wollen die erst im zweiten Betrugsschritt das Geld der Nachzahlung auf ein anderes Konto oder auf eine Wallet haben. Nach einem Anruf der BaFin habe ich erfahren, dass sowas häufiger passiert. Ich schrieb ihr also folgende Mail. Frau Schmidt, momentan finde ich sehr viele Ungereimtheiten in dem, was Sie sagen und an Informationen gesendet haben. Falls Sie wirklich eine legale Firma sind, werden Sie sicherlich mit folgendem Vorschlag einverstanden sein. Ich überweise 250 Euro auf das angegebene Konto. Sie erstellen mein Handelskonto und teilen mir die Zugangsdaten mit, damit ich das prüfen kann. Dann arbeiten Sie mit dem Geld und Mitte nächster Woche zahlen Sie die Summe aus. Erst dann überlege ich, ob ich aus meiner Firma Gelder bei Ihnen investiere. Teilen Sie mir bitte mit, ob Sie daran interessiert sind, zu beweisen, dass Sie eine legale Firma sind. Darauf erhielt ich folgenden Anruf von der Betrügerin Schmidt. Jo. Guten Tag, ich heiße Mia Schmidt. Wir haben mit Ihnen vor kurzem gesprochen und Sie haben mir per E-Mail antworten. Wir sind damit einverstanden. Sie können Ihr Handelskonto aktivieren mit einem Betrag von 250 Euro und dann wir bieten Ihnen 100 Euro Bonus. So, Sie können mit 350 Euro Ihr Handelskonto entwickeln. Genau. Also es ist so, ich überweise Ihnen 250 Euro, Sie packen 100 ja. Euro drauf, dann handeln Sie ja. eine Woche mit meinem Geld. Ja, genau, Sie können. Mhm. Darf ich bitte ausreden? Mhm. Dann handeln Sie mit nach einer Woche und dann zahlen wir aus.
Und wenn diese Auszahlung klappt, dann bin ich bereit, mehr zu investieren. Aber erst dann. Okay, ja, Sie können Ihr Geld abhaben, wann es Ihnen passt. Ja, gut, okay. Wenn das gut in Ordnung ist, dann ist das in Ordnung. Gut. Okay. Dann kann ich Ihnen nochmal diese Bankverbindung per E-Mail schicken. Die hatte ich doch. Das war doch vom Bayerischen Roten Kreuz, ne? Okay, ja, genau. Und sagen Sie mir bitte, wie viel Zeit brauchen Sie für diese Überweisung? Das mache ich heute Abend, wenn ich wieder zu Hause bin. Okay, danke. Und vergessen Sie bitte nicht, eine Quittung der Überweisung mir per E-Mail schicken. Okay? Kein Problem, kein Problem. Sie können dann ja sicherlich heute Abend dann auch die Zugangsdaten zu meinem Handelskonto schicken, ja? Ja, so, die Zugangsdaten werden Sie von Ihren Finanzexperten erhalten. Wir arbeiten von 9 Uhr bis 18 Uhr. Und wenn Sie zum Beispiel Ihre Quittung mir bis diese Uhr schicken werden, dann kann ich Ihnen die Kontaktdaten Ihres Finanzexperten schicken und er wird Ihnen die Zugangsdaten zu Ihrem Ich Handelsplattform brauche ja schicken. keine Kontaktdaten, ich möchte ja angerufen werden. Mit den und Okay, das ist kein Problem. Okay. genau, aber das möchte ich dann schon vorher wissen, weil wenn der sich bei mir gar nicht meldet, dann habe ich mein Geld ja umsonst überwiesen. Dann ich werde nach der Quittung werde ich Ihnen die Zugangsdaten zu Ihrem Handelsplattform schicken. Ist das für Sie in Ordnung? Das ist in Ordnung, ja, so machen wir das. Okay, super. Okay, danke. Okay. Dann ich werde Ihnen später nach der Quittung wieder anrufen. Alles klar, so machen wir das. Okay, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis bald. Okay, bis bald. Tschüss. Tschüss. Das hat uns als ChemBeta-Gruppe natürlich animiert, weiter mit denen zu spielen. Und so haben wir einen Beleg erstellt, ohne zu überweisen. Denn kontrollieren können die das ja eh nicht. Obwohl wir denen ja schon bewiesen hatten, dass es Betrüger sind, haben wir sie geschickt täuschen können, sodass sie immer noch wollten, dass wir bei denen investieren. Der nächste Anruf kam dann vom angeblichen Broker. Den hört ihr jetzt. Ja, hallo? Hallo, Herr Seifert. Lukas Regen ruft an. Ja? Ich habe Ihnen per E-Mail geschrieben. Sie wissen ja, wer ich bin, oder? Ja, richtig. Weiß ich. Das ist schön zu hören. Das ist schön zu hören. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut? Ja, ganz hervorragend, ja. Dann werden wir hier im Prinzip losschießen. Ich habe nur eine kurze Frage. Bei mir im System steht Seifert mit zwei F. Richtig. Richtig? Ja. Okay. Dann habe ich wohl falsch geschrieben. Okay. Ich bin mehr an Seifert mit nur einer F gewöhnt. Aber okay, ist nicht wichtig. Richtig. Haben Sie jetzt die Webseite offen von uns? Nö, habe ich jetzt noch nicht offen. Ja. Können Sie aufmachen. Ja, Augenblick. So. So, das war Quanta Capital Co., ne? Jo, da haben wir das. Das ist schön zu hören. Wir werden hier im Prinzip Folgendes machen. Wir werden in diesem Quantakapital, falls Sie das noch nicht gemacht haben, wir werden dort ein Unterkonto eröffnen, weil wo Sie jetzt gerade sind, ist es mehr oder weniger Kundenportal. Und ja, man muss dort ein spezielles Unterkonto eröffnen. Aber ja, mit der Zeit wird es sich klären. Ich habe eigentlich auch noch eine kleine Frage, die ich da stellen muss. Sie haben ja bei uns 500 Euro eingezahlt, ja? Richtig. Genau. Also, ja, ich werde noch dazu kommen, zu diesen 500 Euro, die Sie jetzt auf Ihrem Unterkonto sehen. Ich würde was sagen. Aber bevor wir hier wirklich richtig loslegen, ich wollte Ihnen Folgendes sagen. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich bei uns registriert haben. Bei uns kommen Menschen ein. Um vielleicht auch kleine Ziele zu erschaffen, wie zum Beispiel ein Auto kaufen, dafür ein bisschen Renovierung, neue Heizung. Oder auch um größere Ziele zu erschaffen, Haus, Wohnung kaufen. Sie sind da bei uns richtig. Sie steigen hier ein mit wahrscheinlich einem bescheidenen Betrag, um es auszuprobieren. Verstehe ich das richtig? Nee. Also nicht um auszuprobieren. Sie sind schon überzeugt von uns oder Kryptowährung oder Nee, ich bin, die ganze ich Sache. habe das gemacht, um Profite zu generieren. Werden Profite generieren? Das werden wir sehen, ja. Genau, ich wollte einfach nur, also mit dieser Frage wollte ich im Prinzip Ihre Kenntnisse verstehen. Wie gut kennen Sie sich da aus mit der Börse?
Auch so ein bisschen habe ich mich informiert. So, naja, ein bisschen von mir, das ist gut. Wir werden hier mit Kryptowährung arbeiten. Wissen Sie eigentlich, wie viel ein Bitcoin kostet? Ja. Sagen Sie mir mal den Preis. Soll ich jetzt Ihren Job machen? Nein. Na also, was soll denn solche Fragen? Bei mir kommen verschiedene Arten von Menschen. Menschen, die keine Erfahrung haben. Menschen, die Erfahrung haben. Und diesen Level würde ich gerne bei Ihnen verstehen. Sie haben mir nur gesagt, dass Sie gelesen haben, was im Internet ist. Ich habe ein wenig Erfahrung, habe ich gesagt. Naja, und ich versuche das auszutesten. Also, Bitcoin kostet ja über 50.000 Euro. Oh, das ist schon eine Weile her. Über 50.000. Ich habe ja nicht nachgeguckt, wie viel genau es kostet. Ja, sehen Sie. Aber über 50.000. Das ist doch eigentlich Ihr Job, denke ich. Nein, mein Job ist es nicht, genau zu wissen, wie ein Bitcoin kostet. Mein Job ist es eigentlich, Gewinn zu machen mit Kryptowährung. Ja, und dazu sollte man auch wissen, was ein Bitcoin kostet. Nicht unbedingt. Man soll ab und zu mal schauen, wie viel der kostet, ja. Aber wirklich jede Sekunde den Preis zu wissen, das ist nicht nötig. Na gut, das mit den 50.000, das ist ja, ich glaube, zwei, drei Wochen schon her. Also mit jede Sekunde hat das ja wenig zu tun. Genau, und dafür gibt es ja Webseiten, wo man das sehr gut nachschauen kann. Wie zum Beispiel jetzt CoinMarketCap. Ja, guter Preis bei Bitcoin. Ja, und jetzt kommen Sie doch endlich mal, ich bin viel beschäftigter Mann, jetzt kommen Sie doch endlich mal zum Thema. Ich bin zu dem Ziel gekommen. Für mich ist wirklich zu verstehen, was Sie hier wissen, wenn ich dann nicht da gute Instruktionen geben kann. Aber mal sehen, wir werden das im Prinzip im Laufe der Zeit verstehen. Sie sind jetzt auf der Webseite. Benutzen Sie Rechner oder Handy? Ich benutze einen Rechner, ja. Drücken Sie mal bitte auf Konten bei der Geldbörse. Nee, ich bin auf der Plattform. Augenblick. Ach so. So, jetzt gehen wir auf Konten. Dann eröffnen. Öffnen? Ich denke, ich habe ein Konto eröffnet. Es liegt doch schon Geld da. Sie haben ein Kundenportal. Wir müssen ein Unterkonto öffnen, speziell fürs Handeln. Und wo liegt das? Wo liegt jetzt mein Geld dann? Auf diesem Kundenportal, wo Sie jetzt draußen. Ach. Zusammen mit dem Guthabenbonus. Ja, gut. So, und weiter? Dann hinzufügen. Ja. So, jetzt haben Sie hier ein Unterkonto wahrscheinlich erstellt, oder? Ja, habe ich gesehen. Jetzt muss ich meinen Kollegen schreiben, dass er Sie zu meinem Masterterminal hinzufügen soll, damit ich da so sehe, was auf Ihrem Konto los ist, wenn wir da richtige Trades aufmachen. Eine Sekunde, ich schreibe den. Okay. So, das dauert jetzt ein paar Minuten, weil ist so eine Sache. Während wir hier ein bisschen warten auf meinen Kollegen. So, vielleicht könnten wir einfach diese Zeit benutzen, um andere Dinge zu machen, wie zum Beispiel das Geld transferieren von Geldbörse auf dieses Handelskonto. Bei Ihnen steht Einzahlung, drücken Sie darauf. So, Einzahlung, wo steht das hier? Ich bin jetzt im Handelskonto. Wo steht da Einzahlung? Ist die Webseite bei Ihnen auf Englisch oder Deutsch? Das ist auf Deutsch. Da müsste dann Einstellung stehen, bei dem grünen Pfeil, den nach unten zeigt. Ah, da, ja, gut. Und dann? In dem dritten Feld schreiben Sie einfach diese 698 Dollar, die Sie haben. Wo jetzt eins steht? Nein. Ich habe 698 Euro, nicht Dollar. Wenn das sein sollte, dann das ist es nicht so. Das ist so. Ich habe 500 Euro überwiesen und keine 500 Dollar. Und dann habe ich den Bonus bekommen. Das ist auch Euro, keine Dollar. Der Unterschied zwischen Euro und Dollar ist ja nun ein Unterschied. So, also ein kurzes Ding, das ich erwähnen kann. Ich bin mehr oder weniger ein Börsenfachmann hier. Mit solchen Sachen, als wie viel eingezahlt sollte, wie viel Sie einen Guthabenbonus kriegen sollen, beschäftige ich mich nicht wirklich.
Wie viel müsste auf Ihrem Konto sein? 700 Euro? Ungefähr? Wie? Also so langsam verstehe ich. Sie sind ein Börsenfachmann und beschäftigen sich nicht mit der Umrechnung von Euro auf Dollar? Das macht die Finanzabteilung. Ich verdiene Geld. Ja. Und aber Sie wissen nicht, Sie wissen nicht genau, mit was Sie Geld verdienen, ob es Euro sind oder Dollar? Ich weiß genau, womit ich Geld verdiene. Sie haben Geld eingezahlt auf Ihrem Konto. Sagen Sie mir einfach, wie viel Geld bei Ihnen liegen müsste. Wenn 698 nicht richtig ist. 698 Euro und nicht Dollar. Ich habe hier ein paar Notizen. Sie haben ja mit meinen Kollegen gesprochen. Mit welchen Kollegen? In diesem Fall. Ja, die Mia Schmidt wahrscheinlich. Ich habe ein paar Notizen. So, ich sehe, dass Sie 500 Euro eingezahlt haben. Okay, dann könnte ich mal der Abteilung schreiben, dass die da eher 700 auf dem Konto haben sollen, als in Euro. Damit es einfach ungefähr richtig. Der Äquivalent ist in Dollar. Nee, das ist da nicht... Euro und Dollar sind nicht äquivalent. Das Sie in USDT, verschreiben Sie mal. USDT ist nicht wirklich Dollar. Das ist eine digitale Version von Dollar. Das ist eine spezielle Kryptowährung, das einfach genau denselben Wert immer hat wie ein Dollar. Ja gut, das, aber ich bin ein Investor. Das interessiert mich reichlich wenig, was welche Währung ist. Ich habe es in Euro eingezahlt und ich möchte gerne dann, dass es auch so behandelt wird. Sie haben hier mit Kryptowährung. Deswegen einiges Geld wird in Kryptowährung liegen. Warum warum Kryptowährung? Das, davon weil wir mit Kryptowährung arbeiten. Ja, Sie vielleicht, aber ich möchte gerne mit Aktien arbeiten. Und so wird es auch besprochen. Arbeiten? Natürlich. Bei mir steht das... Also, okay, wo haben Sie uns im Internet gefunden? Im Internet. Ja, ich weiß. Gut, warum fragen Sie dann? Ich habe gefragt, wo Sie uns genau gefunden haben. Auch das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe viel im Internet zu tun. Steht Swiss Kryptos? Bitte was? Also, eine Sekunde, ich google jetzt mal was. ETFs. Okay. Verstehe. Na dann? Dann verstehe ich hier die Lage. ETFs. Okay, dann. Also, okay. Dieses Thema im Prinzip, denke ich mal, können wir abschließen. Ich habe jetzt wirklich die Kollegen, dass die da einen Betrag begleichen sollen, dass es 700 Euro ist. Das heißt, extra muss so viel drauf. Eine Sekunde, ich schreibe. So, das werden Sie dann begleichen. Aber ja, im Prinzip, wir können schon dieses Geld wenigstens transferieren auf das Unterkonto. Einfach in einem dritten Feld 698 schreiben. In welchem dritten Feld? Betrag USD? Ja. So, 608, sagten Sie. 608? Muss ich jetzt mal bei Ihnen steht ja in dem ersten Feld, wie viel Sie haben. Einfach diese Zahl. 698 USDT. Wie ist denn der Tauschkurs von Euro auf USDT? Das werden Sie auf Dashboard sehen können. Ja, ich frage Sie doch gerade. Okay, ich kann auf Dashboard gehen und selber nachgucken. Es ist 1.0836. Ah, also 1.08, kann man sagen. Also ein USDT ist 1,08 Euro wert oder andersrum? Ja. Also was Sie zuerst gesagt haben. Aha. Ein Euro ist 1,0836. So, und wenn ich dann sage... Ich, ja, und wenn ich dann 698 USDT habe, dann kann ich ja nicht
bei 602 Euro dann haben. Das stimmt ja dann nicht. 680 mal 1,08 ist ja nicht 608 oder 602. Okay. Können Sie so schlecht rechnen? Was wollen Sie mir damit sagen? Ich habe Ihnen gesagt, dass die Abteilung jetzt Ihnen noch was zuschicken wird, damit diese Zahl ist, die Sie gesagt haben, ja, sein muss. Ich soll da was anderes eintragen, als ich habe? Verstehe ich nicht. Sie haben gerade so viel auf dem Konto. Die Abteilung wird jetzt nochmal was draufschießen, aber Sie können schon jetzt dieses Geld auf das Unterkonto transferieren, damit ich schon jetzt loslegen kann. Ja, ich warte erstmal, bis alles dann da ist. Ich warte erstmal, bis alles dann da ist. Das müssen wir ja nicht stückeln. Aktualisieren Sie die Webseite. Ich glaube, es muss schon da sein. So, 763. Gut. Dann haben wir das. So, wie geht's weiter? Jetzt wollen wir das Geld auf das Unterkonto einzahlen. Also wie vor beim letzten Mal auf Einzahlung gehen. Und wo liegt dieses Unterkonto? Hier bei uns, bei Quanta Capital. Sie können sich so vorstellen, als würden Sie hier sowas wie ein Bankkonto haben und man kann ja dort ein Unterkonto öffnen. So was Ähnliches ist es auch hier. Ja, und welche... Das heißt, dazu müsste ich ja dann auch eine andere Kontonummer haben, wenn es ein Unterkonto ist. Das kann ja nicht dasselbe sein. Es hat seine eigene Nummer, ja. Ja, und da möchte ich aber die Nummer erstmal wissen, bevor ich da irgendwas einzahle, von dem ich gar nichts weiß. Die Nummer sehen Sie bei Konten. Drücken Sie mal bitte links oben auf Konten. Ja, Sie meinen die 1166-793? Mhm. So, und das ist mein Konto. Und warum muss ich da jetzt noch etwas in ein Unterkonto einzahlen? Das Geld liegt doch auf meinem Dashboard, auf meinem Konto. Warum muss ich dann jetzt noch mal was irgendwo anders einzahlen? Will mir nicht, ist unlogisch. Haben Sie jemals ein Aktiendepot gehabt bei einer Bank? Ja gut, es ist ja kein Aktiendepot bei einer Bank. Sie haben jetzt aber eine Trading... Ja, aber Sie... Stellen Sie mal vor, diese Geldbörse ist sowas wie Girokonto. Man kann auf einem Girokonto keine Aktien halten. Deswegen sagt die Bank, wir öffnen ein spezielles Kontodepot. Und sowas Ähnliches ist auch im Prinzip hier. Mhm. Also da entstehen keine Kosten, wenn Sie sich darüber Sorgen machen. Keine monatlichen Kosten oder was auch immer. Gut. So, dann... Was? Ich akzeptiere die Bedingungen der Kundenvereinbarung. Die weiß ich gar nicht. Wo sind die denn? Entschuldigung, nochmal? Hier steht, ich muss anklicken, ich akzeptiere die Bedingungen der Kundenvereinbarung und die Vorschriften für die Durchführung von nicht handelsbetriebenen und von nicht behandelten. Was ist denn das für eine Rechtschreibung? Es ist einfach, dass Sie nicht das Geld von Dritten genommen haben und hier erst einzahlen. Nein, die Rechtschreibung. Ich akzeptiere die Bedingungen der Kundenvereinbarung und die Vorschriften für die Durchführung von Nichthandelsbetrieben und bestätige, wieso Nichthandelsbetrieben? Das ist ein Handelsbetrieb. Und vor allem, wo sind diese Kundenvereinbarungen? Gehen Sie mal auf Einstellungen eher. Und da gibt es bei meinen Verträgen mit Quanta Capital ein paar PDFs, die Sie sich eigentlich lesen können. So, und welche ist das? Welche das ist? Ja. So, das müsste dann AML und KYC sein. Und okay. Terms and Conditions auch. Also das ist übrigens auf Englisch. Ja, nee, das müssen ist... Verstehen, unsere, dann brauche ich es in Deutsch. Das muss ich in Deutsch haben. Unsere Firma hat ihren Sitz in England, wie Sie es wahrscheinlich bemerkt haben an den Namen. Ich spreche zwar mit Ihnen in Deutsch, weil... Ja, eben. Und deswegen, ich habe Deutsch gesprochen und ich habe bis jetzt noch nicht gewusst, dass Ihre Firma in England sitzt.
Das wurde mir nie gesagt. Das heißt, wenn ich irgendetwas lese, dann muss ich das auf Deutsch lesen können. Okay, Sie scheinen hier eine sehr negative Einstellung zu haben. Nein, ich bin nur ein vorsichtiger Mensch. Ich unterschreibe nichts, was ich nicht gelesen und verstanden habe. Ja, und jetzt, das ist okay, weil das ist in Ordnung. Wenn jemand das lesen will, dann ist es ein gutes Zeichen. Gut, dann stellen Sie mir das bitte auf Deutsch zur Verfügung. Dann sagen Sie mir, es muss auf Deutsch sein. Natürlich, okay. Alle Vertragsbestandteile müssen auf Deutsch sein. Das muss so sein? Richtig. Ist das ein Gesetz? Ja, Sie handeln in Deutschland. Das ist ein Gesetz. Ich kann Ihnen ein Ding sagen. Es gibt viele Kryptobörsen, ein Ding. Bei denen Sie einsteigen können. Und ich habe noch nie gesehen, dass jeder deutsche Unterstützer hat. Daher. Ja, dann, ich weiß nicht, wo Sie sich rumtreiben irgendwie, aber das ist gang und gäbe. Diese Börsen können sehr gut in Deutschland operieren. Ich habe noch nie ein Problem gehört. Deswegen scheint es so zu sein, dass das auf Englisch sein kann und das ist auch akzeptabel in Deutsch. Nein. In Deutschland. Nein, das ist nicht akzeptabel. Wenn ich etwas unterschreiben oder akzeptieren soll, dann muss ich das verstehen können und das heißt, es muss in Deutsch sein. Oh, wir operieren dann diese Börsen in Deutschland? Indem sie das in Deutsch zur Verfügung... Nein, die operieren in Deutschland, indem sie alle wichtigen Fakten auf Deutsch zur Verfügung stellen. Mhm. Könntest du mir da ein Beispiel geben von so einer internationalen Börse, die das macht? Ach, nee, ich glaube, da gibt es etliche. Aber so. Ich kann Ihnen ein paar Beispiele geben, wo das nicht der Fall ist. Binance ja, zum Beispiel. Sie sollten. Ich verlange, dass ich das, was ich unterschreibe und akzeptieren soll, auf Deutsch habe. Das können Sie hinnehmen. Das ist Fakt. Okay. Und was halten Sie davon, dass ich diesen Text einfach in eine Übersetzer reinsetze und es einfach Ihnen sende? Nee, das muss ja auf der Webseite sein. Ich habe diese Webseite auf Deutsch. Sprachig und die Dokumente, die da stehen, sind nicht auf Deutsch. Dann richten Sie die Webseite bitte so ein, dass die Sprachausgabe in Deutsch auch mit deutschen Compliance Policy und Data Security Policy, dass das alles auf Deutsch dargestellt ist. Okay, also hier gibt es ein paar Notizen, die meine Kollegin geschrieben hat. Sie scheinen ein Architekt zu sein, ja? Nein. Aha, Sie beschäftigen sich damit. Also okay, lange Rede, kurzer Sinn. Sie wollen, dass Sie in Deutsch haben. Richtig. Und Ihre Einstellung hier gefällt mir also überhaupt nicht. Ja, Sie wollen hier Geld verdienen. Ja, und ich verstehe, dass Sie lesen wollen. Richtig. Aber was ist daran falsch an dieser Einstellung? Was ist daran falsch an dieser Einstellung, wenn man etwas lesen will, bevor man es akzeptiert? Nichts ist falsch. Also, ist doch gut. Dann stellen Sie das bitte auf Deutsch zur Verfügung. Aber das ist kein Gesetz. Ich kann Ihnen eine Übersetzung senden, wenn Sie wollen. Nee, muss auf der Webseite zu sehen sein. Die Webseitensprachausgabe ist auf Deutsch. Da müssen auch alle Dokumente auf Deutsch zu lesen sein. Das würde jede legale und jede Firma so machen, die Sprachausgabe Deutsch anbietet. Okay. Ein kleines Ding. Muss ich hier mir ansehen, weil zuerst mal, ich kann Ihnen Folgendes sagen, ich schaue mir gerade nicht wirklich die Notizen an, die ich hier habe. Ich schaue nach, an wen ich sie weiter übergeben kann. Ach, und so, warum und übergeben Sie mich weiter? Weil Ihre Einstellung gefällt mir einfach nicht. Ja, Ihre Einstellung gefällt mir auch nicht, aber das muss mir auch nicht gefallen. Ich versuche ja natürlich höflich zu sein. Okay, Sie wollen das durchlesen. Ich verstehe. Ich habe Sie darauf hingewiesen, wo Sie es lesen können. Aber Sie sagen, muss in Deutsch sein. Richtig. Aber wenn die Webseite auf Deutsch übersetzt ist, dann müssen auch diese Dokumente auf Deutsch sein und nicht in Englisch. Oh, das ist aber kein Gesetz. In Deutschland schon.
In Deutschland schon. Und Sie, handeln mit Deutschland. Sie haben eine deutsche Sprachausgabe, dann muss das ja da drin stehen. Wie kann es denn sein, dass diese Kryptobörsen, die mit Milliarden, wahrscheinlich sogar mehr, handeln und die können in Deutschen operieren, aber die Datenschutzbestimmung und so weiter steht auf Englisch. Wie können Sie mir das erklären? Nee, das muss ich gar nicht, weil Sie sind der Fachmann. Okay, der Fachmann sagt, es kann, wir müssen es nicht in die Deutschland. Die Datenschutzbestimmungen setzen. Sagen in jedem Fall, dass sämtliche Dokumente auf Deutsch da sind. Und Sie halten sich nicht daran. Ja, anscheinend schon. Anscheinend nicht. Das ist ja nicht auf Deutsch. Sie halten sich nicht daran. Okay, und wo haben Sie diese Informationen erfahren? Anwalt, Polizei? Nein, das muss man nicht. Das ist bekannt. Ich arbeite sehr viel mit Verträgen. Und wenn ich einen Vertrag mit einem Bauherrn mache, dann mache ich das in Deutsch und nicht in Englisch. Aha, Sie haben da Erfahrung. Natürlich habe ich Erfahrung. Erfahrung auch genau mit einer Kryptobörse, die einen Sitz in London hat, also in England. So, Ihre Sind Sie schon jemals auf so eine Sache gestoßen? Ja, schon häufiger, ja. Sie wollen mir sagen, dass Sie schon häufig auf eine Börse eingestiegen sind, die nicht Ihren Nein, ich habe gesagt, ich habe Erfahrung. Ich habe nicht, dass ich gesagt habe, ja, richtig. Ich habe sehr viele Anrufe von betrügerischen Plattformen erhalten. Mhm. Und weiter? Ja, Sie haben dann nach der Erfahrung gefragt und ich habe es Ihnen gesagt. Okay, Sie haben mit betrügerischen Plattformen zu tun gehabt und... Die mich angerufen haben, sage ich. Okay, die haben Sie angerufen. Und was hat es damit zu tun, dass Sie sich hundertprozentig sicher sind, dass die Datenschutzerklärungen auf Deutsch sein müssen? Ja, das ist so. Sie handeln mit Deutschland, Sie haben eine deutsche Sprachausgabe, da muss alles auf Deutsch geschrieben sein. Deutsche Sprachausgabe, damit meinen Sie, dass einfach unsere Webseite auf Deutsch ist. Sein kann? Richtig. Mhm. Ja, deswegen... Also, ich weiß nicht, warum Sie so stark denken, dass Sie hier recht haben, obwohl Sie mit einem Fachmann sprechen. Ich habe recht. Gut, Sie sind der Fachmann. Anscheinend sind alle diese illegalen Börsen wie Binance, Crypto.com, Die sind illegal, sagen Sie? Scheinbar schon. Sind Sie denn legal? Ansage. Wir sind legal. Okay. Aber laut Ihrer Ansage sind wir nicht wirklich legal. Ja, scheinbar nicht. Wir unseren Daten, Sie haben gesagt, nicht auf Deutsch haben. Ja, richtig, genau deswegen. Sie sagen, Sie sind reguliert, wahrscheinlich dann auch in UK, richtig? UK, ja. Gut, wo sind Sie denn reguliert in UK? FCA. FCA. Gut, dann geben Sie mir bitte mal die Registriernummer. Sie wollen mich an diese Nummer fragen. Ja, ich weiß, was Sie da meinen. Ja, gut, dann geben Sie bitte mal die Nummer. Das kann ich nicht, die kenne ich nicht auswendig. Ja, dann schauen Sie bitte nach. Sie müssen das ja haben. Sie sind ja der Fachmann. Dann schauen Sie bitte nach. Alles klar. Und ich gehe davon aus, dass wir nicht wirklich hier das Gespräch fortfahren können, bevor Warum nicht? Wir diese Nummer kriegen. Warum nicht? Sie brauchen ich gehe doch, davon aus. Ja, Sie gehen auf eine Menge von Dingen aus, aber vielleicht sollten Sie weniger interpretieren und einfach antworten auf meine Fragen. Interpretieren ist ein wichtiger Bestandteil von Menschen. Wir interpretieren fast immer etwas. Natürlich könnte ich direkt fragen, aber ich habe ja das im Prinzip auch gemacht. Ich gehe davon aus, dass wir das Gespräch nicht fortfahren können, Warum weil nicht? Wir diese Anforderung haben. Weil Sie mir Ihre Lizenznummer nicht geben können? Können Sie nicht fortfahren? Ich frage Sie, ob Sie fortfahren können. Ich habe wollen. Sie. Ja, natürlich. Ich möchte gerne die Lizenznummer wissen. Das verstehe ich. Und ich sage Gut, Ihnen, dann geben Sie mir die. Suchen. Ja, dann suchen Sie raus. Ich bleibe am Apparat. Okay. Sind Sie noch an der Linie? Natürlich. Gut, das ist schön zu hören, dass Sie an der Linie sind. So, also ein paar kleine Dinge. Ich muss mal kurz was besprechen, weil wir haben hier eine interessante Situation. Eine Sekunde.
So, Entschuldigung, ich werde da ein bisschen von der Seite abgelenkt. Ich hoffe, es sind noch hier. Natürlich. Okay. So, die Information werde ich Ihnen zuschicken. Gleich. Wie? Nummer sagen, was auch immer. Na gut, okay, ich bleibe dran, bis ich die Informationen also, habe. Ja, das mache ich. Ich schicke das wahrscheinlich eher per E-Mail. Ja. Und während wir das, während ich das schon per E-Mail verfasse, kann ich schon ein paar Informationen sagen. Als allererstes, wir sind ein Tochterunternehmen von GBE Brokers und ich schicke Ihnen einfach dann die Webseite, diesmal nee. Von der BaFin dann, weil Sie das von Deutschland haben wollen. Nee, ich brauche ja nicht, ich brauche ja die Lizenz von Ihrer Firma. Nicht von Ihrer Tochterfirmen werden nie lizenziert. Es wird immer nur die eigene Firma lizenziert. Tochterfirmen werden nicht lizenziert. Sie wollen deutsche Datenschutzbestimmungen. Nein, ich möchte die FCA-Registrierungsnummer haben. Das habe ich Ihnen klar und deutlich gesagt. Moment mal, es ist 14 Uhr. Wie lange sprechen wir schon? Unser Gespräch läuft seit 30 Minuten. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich habe eigentlich nur 30 Minuten eingeteilt. Okay. Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt haben Sie plötzlich keine Lust mehr. Es läuft nicht so, wie es bei Ihnen laufen, Leute, normalerweise. Ne? Ich habe mir 30 Minuten eingeplant, weil ich ja. genau laut Ihrem Text, dass Sie mir per E-Mail geschrieben haben, dass Sie nicht so viel Zeit haben. Ich glaube, 30 Minuten ist sogar das heißt mehr ja nicht, als das heißt Zeit. Ja nicht, dass Sie sich keine Zeit für Ihre Kunden nehmen sollen. Ich würde für Sie gerne mehr Zeit nehmen, aber ich bin so ähnlich wie ein Arzt. Ich habe Termine vereinbart. Ja, ach, Mist, jetzt vergleichen Sie sich mit einem Arzt. Sie merken selber, wie lächerlich das ist, oder? Sie merken selber, wie lächerlich das ist. Warum haben Sie so eine negative Einstellung? Ich habe eine äußerst positive Einstellung. Nur Sie haben scheinbar eine sehr negative Einstellung. Warum sind Sie mit so einer Einstellung hier gekommen? Ich meine, wir wollen hier Geld verdienen. Ja, das versuche ich ja gerade. Momentan versuche ich gerade rauszukriegen, ob sie legal sind. Und ich fürchte, sie sind nicht legal. Weil jede legale Firma, darf Sie sich bitte mich ausreden, jede legale Firma teilt die Registriernummer sofort und ohne Umschweife mit. Sie kennen die nicht mal. Jetzt wollen Sie eine BaFin-Regulierung nennen und erzählen was von Mutterkonzern. Das ist Blödsinn. Sie sind offensichtlich auch nur ein Betrüger. Okay. Ja, dann ich warte immer noch auf die FCA-Regulierungsnummer. Ja, Sie warten auf die FCA-Regulierungsnummer. Richtig. Ich verpasse gerade einen anderen Termin mit einem Kunden. Ja, das macht so, nichts. Sie telefonieren gerade mit mir. Ja, das würde ich auch, das sage ich auch normalerweise. Normalerweise verschiebe ich einfach die Termine für später. Genau. Aber unter so einer Einstellung, also ja, ich glaube, wir verkürzen das Ganze mal. Sie könnten mir ja aus Russland, da wo Sie ja sitzen, die Regulierung Sie sind aus Russland, weil wenn ich in ihrer E-Mail gucke, im Header oder vielmehr im Footer, sind kyrillische Buchstaben. Was hat England mit kyrillischen Buchstaben zu tun? Sie sind offensichtlich aus Russland. Schrift? Ja, kyrillische Schrift. Sie sind so schlecht als Betrüger. Ja, sehr schlecht. Ja, ist richtig. Sie sind sehr schlecht als Betrüger. Sie sitzen offensichtlich in Russland. Nach diesem Telefonat mit dem angeblichen Finanzfachmann schrieb ich der Frau Schmidt eine E-Mail mit folgendem Text. Frau Schmidt, Ihr Finanzfachmann hat ja vom Finanzmarkt keine Ahnung. Peinlich ist, was er versucht hat, mir zu verkaufen. Er kennt ja nicht mal den aktuellen Kurs vom BTC und konnte mir keine Regulierung der Firma nennen. Hiermit erinnere ich Sie an die Zusage, dass ich mein Geld jederzeit zurückfordern kann. Das mache ich hiermit. Überweisen Sie bitte die von mir überwiesenen 500 Euro zurück auf mein Bankkonto. Ich gebe Ihnen einen Tag Zeit. Durch unsere geschickte Täuschung waren die Betrüger immer noch ganz heiß darauf, uns abzuzocken. Und so erhielt ich am nächsten Tag wieder einen Anruf von Quanta Capital. Diesmal von einer Erika Ravenstein. Diesen Anruf hört ihr jetzt. Jo, moin. Servus, lieber Herr Seifert.
Hier ist Erika Ravenstein. Wer ist da bitte? Mein Name ist Erika Ravenstein. Ja, hallo. Ich rufe Ihnen aus Ihrer Handelsplattform Quanta Capital. Mein lieber Herr Seifert, möchte ich mit Ihnen ja kurz reden? Entschuldigen Sie bitte, ja, und diese Unkompetenz von unserem Mitarbeiter. Ich arbeite mit VIP-Kunden, ja, wie persönliche Broker, persönliche Investitionsbroker. Und Sie können meine Kontaktnummer speichern, werden wir mit Ihnen weiter zusammenarbeiten. Ich werde Ihre persönliche Brokerin, Beraterin und Finanzmanagerin auf Ihre persönliche Handelskonto. Erste Ihre Frage, ja, keine Sorge. Wenn möchten Sie, wir haben schon eine Frage gemacht und werden Sie Ihre Investition 500 Euro zurückerhalten. Aber ich bitte für Sie weitere Präpositionen. Bitte was? Ihr Handelskonto. Wir haben für Sie alternative Angebote. Wir machen für Sie Auszahlung, ja? Ja, wir gut. Wir verstehen, dass Sie sind ein bisschen momentan verzweifelt. Nee, verzweifelt bin ich nicht. Ich bin hochgradig enttäuscht von dem, was der angebliche Fachmann gesagt hat. Mein lieber Herr Seifert, können Sie für uns ja Möglichkeit geben, unsere Reputation in Ihren Augen ein bisschen verbessern? Das können Sie. Das können Sie tatsächlich. Danke sehr, lieber Herr Seifert. Ich werde jetzt Ihre persönliche Brokerin. Mein Name ist Erika. Ja, Sie können einfach so lassen. Erika, können Sie meinen Kontakt speichern? Wir werden mit Ihnen immer im Kontakt bleiben. Und Sie können mir sehr gerne immer Ihre Fragen stellen. Momentan, ich bitte für Sie so, wir geben für Sie Bonus, die komplette Ihre Investitionssumme, 500, ja, und diese 500 Wäsche haben Sie momentan auf Ihr persönliches Handelskonto, wir werden für Sie auszahlen auf Ihre persönliche IBAN-Nummer. Und Wäsche, Sie haben diese Anzahlung gemacht. Das kommt in der Regel ein, zwei Tagen. Passt es für Sie? Das ist okay, gut, das können Sie so machen. Und mit diesem, wunderbar, lieber Herr Seifert, und mit diesem Bonus, Wäsche, wir geben für Sie, ja, das ist also unsere Entschuldigung für Sie, werde ich so sagen, ja, weil unsere Reputation für uns natürlich sehr wichtig. Sie müssen das verstehen, ja, wir haben Louis Walker, er hat noch keine Erfahrung, ja, und aus diesem Grund habe ich keine Ahnung, ja, was ist los mit dem heute? Vielleicht die Sterne heute steht nicht so, aber bei uns Sonne scheint und alles in Ordnung. Ja, aber werde ich ja für Sie demonstrieren, wie funktioniert das alles auf unserer Handelsplattform mit unserer ersten Summe, ja, mit diesen 500. Lieber Herr Seifert, sagen Sie mir bitte, haben Sie ein bisschen Kenntnis über diese Branche? Haben Sie etwas im Internet gelesen vielleicht? Oder haben Sie Erfahrung mit anderen Investitionen, solche wie Aktien, Rohstoffen, Metallen, Dividenden, Fonden? Richtig, habe ich. Haben Sie, wunderbar. Und hier, ja, möchte ich für Sie öffnen, das Welt mit Kryptowährungen. Das ist junger Markt, ja, wenn, haben Sie ein bisschen überprüft, diese ganze Geschichte, ja, mit Kryptowährungen, die Leute arbeiten und reden nur 12 Jahre. Wenn reden wir über Fonds, ja, über Aktien, das Markt für uns oft schon mehr als 100 Jahre. Ja, und wir verstehen, wenn wir haben nur 12 Jahre, welche die Leute produzieren da, wir haben noch große Potenzial. Und Sie sehen, wie schnell entwickelt Kryptobranche. Ja, immer neue Währungen, neue Token, Alt-Token, Coins, werden wir das alles mit Ihnen Schritt zu Schritt prüfen. Lieber Herr, guck mal, wir bieten für unsere Kunden auch Standard Handels, ja, kaufen, verkaufen, wir arbeiten mit Margenhandel, mit Futures Handels, dann haben wir Optionen in beide Richtungen unserer Handelstöcken. Ja, Sie haben schon ein bisschen Ahnung, ja, darüber. Richtig. Über unser Prinzip. Wunderbar, wunderbar. Dann, ich denke, für Sie wird hier alles sehr klar. Ja, momentan werde ich für Sie hier Handels öffnen, aber dann weiter bitte ich für Sie auch zusammen kommunizieren und zusammen auch treten. Ich möchte für Sie hier nicht nur unsere
Profiten geben, ja, welche werden Sie verdienen? Diese Möglichkeit, zusätzliche Einkommen zu haben, ja, ich möchte für Sie auch neue Kenntnisse da geben. Weil wenn wir werden Sie wissen, nur diese Information, welche Sie haben, ja, dann werden wir ein bisschen mit Ihnen degradieren, werde ich so sagen. Immer, ja, werde ich für Sie geben neue Informationen über solche Angebote wie Listing, Halving, Arbitrage. Diese ganzen Optionen auch für unsere Kunden möglich. Sie haben schon etwas gehört, vielleicht über Halving. Halving, wir haben schon diesen Monat am 21. April. Ich weiß. Wunderbar. Und Sie wissen, was wird passiert weiter, ja, denke ich. Haben Sie schon Prognose gelesen? Ne, ja, das ist ja, Prognosen ist ja nur eins. Das heißt ja nicht, dass ja, es auch eintritt. Kommission wird dann, diese Kommissionpreis, ja, wird dann ändert und das wird für uns auch große Rolle spielen. Ja, und momentan, wir sehen, dass Markt schon geht aus dieser Korrektur, ja, weil eine Woche zurück war Korrektur mit Bitcoin, ja, haben Sie gesehen. Dort war Preisänderung 10.000, ja. Ich habe den Bitcoin verfolgt, ja. Ja, ja. Und ich denke, Sie wissen ja, solche Strategie um drei Ecken, ja. Drei Spitzen. Ja gut, aber das... Ja, das wenn wir, machen wir technische Analyse. Ja, das mag durchaus sein, aber momentan bin ich von Ihrer Firma mehr als enttäuscht. Was Ihr Kollege da gesagt hat, das geht gar nicht. Das war so fürchterlich schlecht. Der wusste ja nicht mal den aktuellen Preis als Bitcoin. Und das als Finanzfachmann. Lieber, wirklich, guck mal. So, lieber, guck mal. Ich arbeite im Büro in Frankfurt, ja. Diesmal aus anderem Büro. Ja, und aus diesem Grunde, ich habe keine Ahnung darüber, ich arbeite in der VIP-Abteilung. Ja, wo reden wir mit großen Summen, aber für Sie, ja, haben wir solche Präpositionen gemacht, ja, weil unser Chef hat mir persönlich angerufen und hat gebeten, ja, mit Ihnen zusammenarbeiten, mit dieser Summe, welche Sie haben momentan mit diesem Bonus, ja, hat erklärt diese Situation, wenn mein Chef mir schon anrufen. Ja, ich verstehe, dass diese Situation ja schon sehr schlimm. Ja. Weil wirklich, ja, ich arbeite mit Kunden, welche haben auf Handelskonto mehr als 50.000, ja. Aber ich habe ihm gesagt, das ist Ihr persönliches Handelskonto und hier, Sie variieren selber, was Sie möchten, ja. Ich bitte für Sie solche Präpositionen, wir starten jetzt mit Ihnen, mit dieser Summe, Sie werden in 2 Tagen, ja, oder vielleicht schon morgen erhalten Ihre Investitionssumme, diese 500 hoch, ja. Genau, das würde ich vorschlagen. Sie überweisen mir die erstmal zurück und dann können Sie daran arbeiten, Ihr Vertrauen wiederherzustellen zu Ihrer Firma. Dann werde ich überlegen, dass ich nochmal bei Ihnen investiere. Dann vielleicht auch mehr, aber das hängt davon ab, ob Sie Ihr Vertrauen wiederherstellen können. Momentan ist es weg. Mein lieber Herr, ich habe verstanden, lieber Herr Seifert, ich habe Ihnen gesagt, ja. Wen habe ich Anruf schon erhalten? Das bedeutet ja, diese Situation muss ich korrigieren, ja. Und wenn ich arbeite jetzt mit Konto, auf welche haben wir 500? Ja, und diese 500 hat unser Unternehmen gegeben, ja, dazu. Weil ihre Summe werden wir auszahlen. Ich verstehe ja diese Situation, aber ich bitte Sie, ja, können wir mit Ihnen jetzt mit neuer Liste da, ja, das alles beginnen. Ja, das können wir machen. Wenn die 500 Euro wunderbar, wieder bei mir, lassen Sie mich bitte ausreden, wenn die 500 Euro wieder bei mir auf meinem Konto sind, dann können wir weitermachen. Aber erstmal müssen Sie Ihr Vertrauen erarbeiten. Kein Problem, lieber Herr Seifert. Ich habe Ihnen gesagt, wir machen mit Ihnen so, wir starten mit Ihnen schon jetzt. Ja, morgen früh, Sie werden schon erste Profiten da sehen. Ich werde nur bitten, können Sie bitte selber in Einstellungen Ihre Handelskonto verifizieren? Erstmal möchte ich, bevor ich irgendetwas mache, möchte ich erstmal die 500 Euro zurückhaben. Und wenn Sie das machen, okay, machen wir das so.
Genau, wenn Sie das machen, dann haben Sie Ihr Vertrauen gerechtfertigt. Dann mache ich weiter. Vorher mache ich nichts. Habe ich komplett verstanden, lieber Herr Seifert. Sie Gut. werden das erhalten. Wir bleiben mit Ihnen im Kontakt. Sie können meine Nummer speichern, bitte. Okay? Ich werde für Sie schon erste Handel öffnen. Ja. Morgen werden Sie sehen, erste Profiten. Wir werden mit Ihnen auch immer per WhatsApp, per Mail, ja. Ich bin immer für Sie erreichbar. Ich werde für Sie jetzt schicken, auch per Mailadresse. Meine persönlichen Daten, ja, meine Nummer. Sie können auch dann mir per Mail schreiben oder sagen Sie mir bitte, nutzen Sie verschiedene Messenger, Telegram, WhatsApp. Nein, nutze ich nicht. Das ist mir als Firmeninhaber verboten. Ich darf nicht mit, okay. weil WhatsApp zum Beispiel ist, ja, okay. Ich verstehe, und sagen Sie mir bitte, Sie sind immer bei der Nummer erreichbar. Ich bin immer, ich bin, ja, das ist, na gut, wenn ich nicht im Büro bin, dann wird diese, die Anrufe weitergeschaltet, wenn ich unterwegs bin. Das kommt Aha. dann auf mein Handy. Okay. Okay, wunderbar, wunderbar. Dann, wir bleiben mit Ihnen im Kontakt. Ja, ich schicke jetzt Ihnen Mail, ja, so, durch erste Mail von mir. Mit welcher Sie können ja meine Mailadresse auch schreiben, ja. Genau. Notieren und immer mehr schreiben, ja. Ich bitte, ja, wir, ich starte jetzt für Sie, ich werde selber für Sie dann alles da machen. Wie ich verstehe, momentan, Sie möchten jetzt noch nicht reden über unsere weiteren ja, Möglichkeiten. Aber diese Gründe, wir machen so. Ich beginne für Sie jetzt Standardhandels ohne diese, unsere Signalen, ohne unsere Projekten, ja. Ich werde nur Ihnen sagen, dass morgen, wir haben CPI, ja, um 14.30 Uhr. Ich bitte Sie ja, ein bisschen Zeit gefunden, um kurze Überprüfung. Ja, Sie werden sehen, wir Inflationsbericht belastet auch für unsere Aktiven da. Ja gut, die Zugangsdaten ja. zu ja. meinem Konto stimmen immer noch oder ist da, hat sich da jetzt was geändert? Ja, guck mal, Ihre Zugangsdaten, ja, das, Ihre Zugangsdaten, Sie können immer das nutzen, ja, wenn Sie Passwort vergessen. Sie können drücken Passwort vergessen, neues Passwort machen, in Einstellungen können Sie auch Passwort ändern. Das alles genau. für Sie gleich, ja. Wir starten mit Ihnen jetzt. Auszahlung werden wir für Sie machen, ja, ich kontrolliere das. Und Sie werden das erhalten morgen. Sie können so und hier morgen um 14.30 Uhr, Sie überprüfen nur, ja, Sie werden öffnen Handelsterminal. Haben Sie schon gesehen, Ihre Handelsplattform, ja? Das habe ich gesehen, ja. Ja, dort haben Sie solche Möglichkeit, Handelsterminal öffnen. Ja. Solche blaue Taste, Handelsterminal, morgen, Sie werden Handelsterminal öffnen, werden Sie Grafiken öffnen, beispielsweise Sie können öffnen Hauptkryptowährungen, Bitcoin, und Ethereum, ja? Und werden Sie sehen, und auch, ich werde Ihnen jetzt kurze Screenshot schicken. Wo können Sie da in das Handelsterminal ändern? Zeitraum, ja, für diese Kurven. Und wie können Sie Indikator da aktivieren? Bollinger Band. Und morgen um 14.30 Uhr, ja, wir werden sehen, sehr große Flexibilität. Ja, wegen des CPI. Ja gut, das mag durchaus sein, aber ich bezweifle, dass mein Geld morgen schon zurück bei mir auf dem Konto ist. Nee, guck mal, wir momentan starten, ja, wir werden für Sie erstmal austeilen, aber ja, wir lassen für Sie, wir werden aus unserem Unternehmenskapital geben für Sie 500, ja, das ist für uns wirklich kleine Münze, welche können wir für Sie geben? Um Ihr Konto nicht stoppen. Ja. Und ich werde für Sie treten und auch in diesem CPI-Bericht werden wir auch teilnehmen und auch mit dieser Flexibilität der Handels üben. Ja, das wird solche Ihre erste Erfahrung. Wenn werden Sie selber sehen, wie unsere Wirtschaftsnachrichten Ja, gut. Wir lassen auf unsere Kurven da, ja? Aus diesem Grunde, ich bitte Ihnen, morgen um 14.30 Uhr
Sie einfach so gucken, unsere Grafiken, ja, in Ihrem Handelsterminal. Wenn ich im Büro bin, kann ich das machen, ja. Ich muss okay, ja, aber ich bitte, ja, probieren Sie, ja, planieren Ihr Tag so um 14.30 Uhr, kurze Fenster, da machen so ne, Ihr persönlicher Handelskonto. Ich werde meinen dann, Tag planieren, richtig. Wunderbar, danke. Und dann, wir warten, wenn Ihre Summe kommt für Sie, ja, weil, guck mal, wir werden heute, ja, das wird schon später als 16 Uhr Auszahlung für Sie tätigen. Das bedeutet ja, das wird vielleicht übermorgen oder am Freitag zu Sie kommt. Aber Sie geben mir dann per Mail Bescheid. Sie können es, Sie okay, können es ja auch per Sofortanweisung machen. Dann ist es ja am selben Tag noch da. Guck mal, leider ja, wir haben keine solche Möglichkeit. Wir machen für Sie normale Überweisung, ja, wie normale Tito-Überweisung. Bei uns wird so funktionieren. Ja, wieso? Ich habe es doch auch per Sofortüberweisung gemacht. Warum können Sie das nicht? Guck mal, wir werden probieren. Ich werde Ihnen nicht versprechen, ja, aber wir probieren das. Gut, okay, dann probieren Sie das. Okay. Sie könnten mir eine Mail schicken, wenn Sie das Geld angewiesen haben, das bei mir aufs Konto kommt und wann das Geld circa dann bei mir ankommt. Und dann lassen Sie mich bitte ausreden. Bitte ausreden lassen. Also Sie schicken mir eine Mail, wann Sie das Geld angewiesen haben und wann es circa bei mir ankommt. Dann werde ich das überprüfen, ob das Geld da ist und erst dann werde ich weiter handeln. Okay. Gut. Schön, dass wir uns darauf geeinigt haben. Sehr lieber Herr Seifert, ich auch danke Ihnen ja für Ihre Zeit. Wir werden dann mit Ihnen im Kontakt bleiben und heute, ich möchte für Sie wünschen, schönen Tag. Das wünsche ich Ihnen auch. Danke sehr. Danke sehr. Bis später dann. Ciao. Tschüss. Spätestens jetzt müsste nach all den Fakten klar sein, dass es sich um Betrüger handelt. Welche legale Firma würde versprechen, eine Einzahlung zu erstatten und trotzdem aus der Firmenkasse 500 Euro auf das Handelskonto buchen, um damit zu handeln? Außerdem wollte sie nun eine Verifizierung meinerseits, um mit meinen Daten andere illegale Taten zu begehen. Den Zahn habe ich ihr allerdings schnell gezogen. Ich sollte ja ihr einen Kontoauszug senden von einer nicht gebuchten Überweisung. Wie soll das denn gehen? Alles nur Versuche, um an meine Daten zu kommen. Es folgten noch weitere Anrufe, die ihr nun jetzt hören könnt. Hallo? Hallo, schönen guten Tag, lieber Herr Seifach. Hier ist Erika Rammenstein. Ja. Mein Lieber, ich habe ja Nachricht jetzt gelesen. Sie haben mir geschrieben, dass diese Summe noch nicht da. Sagen Sie mal wieder, haben Sie Kontoauszug gemacht? Nein, es war ja kein Kontoauszug da. Es ist ja keine Veränderung gewesen. Mein Lieber, prüfen Sie bitte diese Summe. Ich ja, habe kein Geld. Ich habe kein Sie Geld bekommen. Nein. Am Dienstag. Prüfen Sie bitte am Dienstag, ja? Am Dienstag? Oder ich prüfe ja, es laufend. Und solange das Geld nicht da ist, mache ich nichts weiter mit Ihnen. Mein Lieber, das ist unmöglich, dass Sie haben das Geld nicht zurückerhalten. Doch, das ist unmöglich. Können Sie mir schicken, bitte, das Konto aus? Nein, ich schicke Ihnen gar nichts. Ich habe das Geld nicht bekommen. Bitte, von Montag. Ich schicke Ihnen gar nichts. Ich schicke Ihnen gar nichts. Ich schicke Ihnen keine Kontoauszüge. Sicherlich nicht. Das geht Sie gar nichts an. Lieber Herr Seifert, aber guck mal, wir sehen im System, dass diese Überweisung nein, schon bei Ihrer Bank nein, bei Ihrer nein, ist nicht. Postbank. Dann sollen Sie doch mal den senden Sie doch mal den Überweisungsbeleg. Und wir haben das gemacht. Ja, ja? Senden Sie mir bitte den Überweisungsbeleg. Senden Sie mir bitte den Überweisungsbeleg.
Ich musste Ihnen auch meinen Überweisungsbeleg senden. Senden Sie mir bitte Ihren Überweisungsbeleg oder den Kontoauszug, wo das draufsteht. Okay, okay. Okay, lieber Herr Seifert, wir schicken das. Guck mal, von, ja, unseres Konto, ja, Bayerische Roten Kreuz, BRK, Sie müssen ja diese Rücküberweisung erhalten. Bitte was? Ich verstehe Ihre Sätze leider nicht. Guck mal, Sie haben Gucken Sie mal bitte. Wir sind per Sie, nicht beim Du. Ich sage Ihnen Sie. Ja, Sie, guck mal, heißt Du. Sie haben mich geduzt. Doch, haben Sie. Ich duze nicht. Doch, haben Sie. Guck mal, ist die Du-Form. Gucken Sie mal, heißt es. Ich habe gesagt, gucken Sie. Nein, haben Sie nicht gesagt. Haben Sie nicht gesagt. Sie haben gesagt, guck mal, und das ist die Du-Form. Richtig wäre, gucken Sie mal. Gucken Sie mal. Ja, so, und jetzt gucken Sie mal. Jetzt haben Sie ja von Bayerische Roten Kreuz, von BRK, ja, diese Ihre ganze Summe erhalten. Können Nein, habe ich nicht. Prüfen? Vielleicht haben Sie noch dann, am Montag. Ja, dann senden Sie mir bitte den Überweisungsbeleg, den Beleg dazu. Oder den Kontoauszug. Ich werde beantragen bei unserer Finanzleiter, ja, diese Bestätigung. Ja, diese Bestätigung. Genau, die möchte ich bitte haben. Okay. Genau. Und ich bitte Sie, ja, können Sie Ihre Intonation, ja? Was kann ich bitte? Machen, weil, Sie reden mit mir, ja, jetzt nicht so gut. Ja, weil Sie ja... Ich habe Ihnen gesagt, ich bin mal... Weil Sie schlecht Deutsch sprechen. Ich weiß gar nicht, was Sie manchmal reden. Vielleicht Sie haben schlechte Verbindung. Nein, Sie rufen mal auf meinem Festnetztelefon an. Da hat man keine schlechte Verbindung. Haben Sie eine schlechte Verbindung vielleicht? Ich höre Sie gut. Vielleicht. Wir haben so viele Leute in unserem Büro, ja, und auf diese Gründe, ja, vielleicht haben wir schlechte Verbindung und auf diese Gründe hören Sie. Ja, dann müssen Sie mich ja nicht fragen, ob ich eine schlechte Verbindung habe. Dann haben Sie eine schlechte Verbindung. Vielleicht so, aber Sie vielleicht auch, ja? Nein, Sie rufen mich auf einem Festnetz. Ist Ihnen der Begriff Festnetztelefon ein Begriff? Stopp bitte. Stopp bitte. Ja. Also, ist Ihnen der Begriff Festnetztelefon etwas bekannt? Lieber Herr Seifert, ich habe gerade was gefragt. Was haben Sie gefragt? Ja. Habe ich nicht gehört, Entschuldigung. Ja, natürlich. Ob Ihnen der Begriff Festnetztelefon etwas sagt? Ich kann es auch auf Englisch sagen. Landline. Hallo, ist das Telefon wieder kaputt? Ihr Telefon ist also kaputt. Okay. Ich höre Sie nämlich nicht mehr. Ihr ist das Telefon kaputt. Jetzt ist sie raus. Ihre Verbindung war zwar abgerissen, doch trotzdem hat sie mir einen ganz schlecht gefälschten Überweisungsbeleg gesendet. Von einem Konto des Bayerischen Roten Kreuzes, auf das sie gar keinen Zugriff hat. Man merkt ihr an, dass sie so langsam grantig wird, weil es nicht so läuft, wie sie sich das gedacht hat. Einen Anruf haben wir noch. Den hört ihr nun. Ja? Ja, lieber Herr Seifert, ich bin wieder da. So, guck mal, ich habe schon eine Frage geschickt, ja, und werden Sie erhalten, diese Bestätigung. Ja, gut, ich warte auf die Bestätigung. Ja.
Und ich bitte, ja, können Sie auch bitte schicken, ja. Ich schicke Ihnen gar nicht. Ich schicke Ihnen gar nichts. Nur vor diese Verdacht. Sie müssen belegen, dass Sie es überwiesen haben. Vorher schicke ich Ihnen gar nichts. Wir schicken das für Sie. Ich habe ja, gut, Ihnen gesagt, da warte wir schicken ich. Das für Sie. Ja, Schauen gut, Sie mich. Ich warte darauf. Ja, okay, keine Sorge, wir schicken das für Sie, aber ich bitte ja noch einmal überprüfen Ihr Konto. Und wenn ich habe es heute bereits überprüft. Haben Sie noch nicht... Aber guck mal, vielleicht haben Sie nur... Jetzt haben Sie wieder gesagt, guck mal. Gucken Sie mal. Ich habe nichts gesagt. Sie haben gesagt, guck mal. Sie haben gesagt, guck mal. Ich habe Ihnen nicht gesagt, guck mal. Doch, haben Sie. Ich sage, gucken Sie. Das sagen Sie jetzt. Eben haben Sie gesagt, guck mal. Ich bin doch nicht taub. Lieber Herr Seifert. Ich bin langsam nicht mehr Sie. Ich bin langsam kein lieber Herr Seifert mehr. Also, ich erwarte jetzt den Kontoauszug. Oder Sie haben gesehen, dass diese Summe haben Sie erhalten. Nein, ich habe sie nicht erhalten. Vielleicht haben Sie am 8. noch diese Summe zurückgezahlt. Nein, habe ich nicht. Verstehen Sie meine Sprache nicht? Verstehen Sie das, was ich sage? Ich habe gesagt, ich habe die Summe nicht erhalten. Da muss doch da müssen Sie als Sender da mal eine Nachverfolgung starten. Unmöglich. Es ist unmöglich, dass ich das Geld erhalten habe, richtig. Dann starten Sie als... Hallo, hören Sie, wollen Sie mal zu. Dann starten Sie als Sender doch einfach mal eine Nachverfolgung. Hören Sie doch mal zu. Sie reden ständig dazwischen. Hallo. Hören Sie mich? Ich höre Sie nämlich nicht. Was ist denn los mit Ihnen? Ich warte. Ich schicke Ihnen erstmal gar nichts. Ich warte auf die Bestätigung. Okay, keine Sorge. Ja, ich warte. Und ich verstehe nicht, warum Sie schreien. Weil Sie ständig dazwischen reden. Sie lassen mich nicht einmal ausreden. Sie lassen mich nicht einmal ausreden. Sie reden ständig dazwischen und Sie lassen mich nicht einmal ausreden. Also, Sie als Versender des Geldes müssen eine Nachverfolgung starten bei Ihrer Bank, wo das Geld hingegangen ist. Lieber Herr Seifert. Ich bin kein lieber Herr Seifert. Lieber Herr Seifert. Inzwischen bin ich nicht mehr lieb. Sie sind nicht lieber, ich sehe, dass Sie sind nicht lieber. Richtig, gut. Ich sehe, lieber Herr Seifert. Nein, ich bin nicht lieber Herr Seifert. Für Sie bin ich nicht lieber Herr Seifert. Sie können mich Herr Seifert nennen, aber nicht lieber Herr Seifert. Herr Seifert, Herr Seifert. Passt für Sie, okay? Und keine Streite, bitte. Keine was, bitte? Können Sie bitte nicht streiten mit mir, ja? Wir werden mit Ihnen noch weiter... Ja, Sie streiten doch mit mir. Arbeiten. Nein, lieber Herr Seifert, ich habe Ihnen nichts gesagt. Doch, Sie haben gesagt, ich hätte das Geld, obwohl ich es nicht bekommen habe. Sie bezichtigen mich also der Lüge. Denke ich, vielleicht haben Sie ja nicht wirklich überprüft. Ich habe es mehrfach überprüft. Sie müssen es noch einmal prüfen. Ich habe es mehrfach überprüft. So, und jetzt sind Sie dran, schicken Sie mir den Beleg, dass es rausgegangen ist an mich. Und dann schicken Sie mir bitte, dann machen Sie bitte eine Sendungsverfolgung, wo das Geld hingegangen ist. Zu mir ist es nicht gegangen. Ich schicke für Sie natürlich. Ich schicke für Sie. Gut, dann warte ich ab. Morgen prüfe ich das erneut. Morgen prüfe ich es erneut. Lieber Herr Seifert, haben Sie schon geklärt, dass mit der Bank, haben Sie schon Online-Banking alles wieder funktioniert? Nein, das mache ich. Ich gehe morgen direkt zur Bank. Morgen überprüfe ich es erneut. Und sagen Sie bitte, warum Ihre Bank funktioniert nicht, Online-Banking? Das geht Sie doch gar nichts an. Warum sollte ich Ihnen sagen, warum mein Online-Banking nicht funktioniert?
Nee, möchte ich einfach so fragen. Ja, das, was Sie fragen möchten, das ist mir relativ egal. Das sind Interna, das geht Sie nichts an. Und sagen Sie mir bitte, das ist Geheimnis, in welcher Behandlung arbeiten Sie? Nein, natürlich nicht. Das hatte ich Ihnen aber schon gesagt. Und wo arbeiten Sie denn, das ist kein Geheimnis? Ja, ich hatte es Ihnen bereits gesagt. Haben Sie das schon vergessen? Ich bin in der Baubranche tätig. Mhm. Haben Sie das schon wieder vergessen? Okay, habe ich verstanden. Ja, habe ich vergessen. Entschuldigung, ja, habe ich so viele Kunden, ja. Ja, und so wenig im Kopf, oder wie? Habe ich. So, lieber Herr Seifert, und haben Sie überprüft unsere Ergebnisse auf Ihr persönliches Handelskonto? Das ist mir erstmal völlig egal. Erstmal will ich mein Geld haben. Gestern war CPI, ja. Ja gut, das ist mir relativ egal. Bevor ich mein Geld nicht habe, mache ich gar nichts. Prüfen Sie dann morgen noch, ja? Und können Sie morgen dann prüfen, den Kontoauszug pro diese ganze Woche? Ja, ich überprüfe das, aber ich werde Ihnen keinen Kontoauszug senden. Ich vertraue Ihnen, ja, und können Sie bitte prüfen, ja, denn vielleicht haben Sie einfach so nicht gesehen, ja. Nein, auf dem Konto ist nichts drauf. BRK, von BRK, ja, und in jedem Fall. In jedem Fall ist bis heute doch kein Geld da. Ich denke, das ist unmöglich, aber. Ich denke, das ist möglich. Dann machen Sie, okay, schicken Sie mir den Kontoauszug, wo das draufsteht, dass das Geld an mich rausgegangen ist. Und wenn das nicht rausgegangen ist, lassen Sie mich bitte ausreden. Lassen Sie mich bitte ausreden. Immer dieses Dazwischengesabbel. Prüfen Sie das nochmal, schicken Sie mir den Kontoauszug oder starten Sie eine Nachverfolgung, wo das Geld hingegangen ist. Das ist jetzt Ihre Pflicht. So, Kontoauszug, ja, wird nicht möglich, ich schicke für Sie Überweisungsbestätigung. Nee, ein Kontoauszug ist genauso möglich wie bei mir. Sie wollen doch meinen Kontoauszug auch haben. Warum sollte mir dann... Guck mal, hallo! Sie reden schon wieder... Sie sagen, hallo! Sie haben schon wieder gesagt, guck mal! Ich werde jetzt legen, wenn werden Sie ja so laut bitte mit was? Mir reden. Werden Sie Ruhe haben, dann können Sie mir zurück anrufen. Ja, solange Sie mich nicht duzen, ist alles in Ordnung. Ja, ich warte auf die. Das war der letzte Anruf dieser Betrügerfirma. Natürlich ist kein Geld bei mir eingegangen und auf weitere Mails wurde nicht reagiert. Angeblich soll der Betrag ja vom Konto des BRK überwiesen werden, auf das die Betrüger natürlich keinen Zugriff haben. Ich habe natürlich auch das BRK über diesen Vorfall unterrichtet, erhielt von der Pressestelle aber nur einen Standardtext, in dem man mir mitteilt, dass es bekannt ist, dass manche Firmen in Telefonaten angeben, im Namen des Roten Kreuzes zu handeln, dies aber nicht tun. Dem Roten Kreuz kann es ja nur recht sein, Spenden zu erhalten, ohne dass überprüft wird, ob der Überweiser wirklich spenden wollte oder ob es sich um eine Einzahlung für ein Tradingkonto handelt. Sowas könnte man sicherlich überprüfen, aber es ist einfacher, das Geld zu behalten, obwohl es unter komplett anderen Umständen überwiesen wurde. Das war also meine Geschichte mit Quanta Capital und ich möchte meiner Crew vom SARG für die Unterstützung danken. Namentlich haben mir Ellie, Callcenter Nightmare Freddy und Bad Luigi Matze sehr geholfen. Euch Zuhörern möchte ich danken, dass ihr an diesem 1. Mai die Zeit gefunden habt, euch dieses lange Video anzuhören. Nun wünsche ich euch einen schönen Restfeiertag und verabschiede mich bis zum nächsten Video. Euer Callcenter Crusher. Am 21. April habe ich dieses Video geschnitten, gerendert und hochgeladen, denn ich konnte ja nicht wissen, dass die Betrügerin Ravenstein tatsächlich nochmal anruft. Heute am Dienstag hat sie nochmal angerufen. Diesen Anruf hört ihr jetzt. Jo, hallo. Hallo, schönen guten Tag. Grüß Sie, mein lieber Herr Seifert. Jo, was ist?
Hier ist der Herr Rauenstein. Ach. Ihre Brokerin von Handelskonto. Ach, auf einmal doch wieder. So, Herr Seifert, sagen Sie mir bitte, haben Sie schon diese Summe von uns erhalten? Nein. Die Investitionssumme? Nein. Nein? Nein. Können Sie mir bitte schicken, Kontoauszug? Nee, mache ich nicht. Weil wie soll man etwas auf dem Kontoauszug haben, was gar nicht überwiesen wurde? Guck mal, Sie können einfach so, ja, bei Ihr persönlicher Umsatz, ja, suchen. Sie haben dort solche Suchzeichen. Sie können da drauf tippen und schreiben Sie bitte da BRK. Und dann können Sie solche Screenshots für mich schicken. Hm. Übrigens, ich habe noch mal eine Frage. Habe noch mal eine Frage. Warum ist denn mein Handelskonto nicht mehr erreichbar? Ihr Handelskonto erreichbar? Nein, ist es nicht. Habe ich heute versucht. Guck mal, ich jetzt versuche selber. Jetzt sehe ich, Sie haben 1000 Euro, 33 Dollar auf Ihr persönliches Handelskonto my.quantacapital.co. Können Sie jetzt gleich sich anmelden? Können Sie jetzt gleich probieren? Ja, habe ich gerade vorhin auch schon mal gemacht. Probieren Sie bitte jetzt. Ja, dann gehe ich mal da drauf. Moment. So, zack. So, jetzt steht hier nur E-Mail und Passwort. So, jetzt geben wir mal meine E-Mail ein. Wo sehen Sie sich dann? Ja. Moment. Ich muss erstmal ein bisschen was anderes hier beenden. Ich habe hier einige Arbeiten zu machen. So. So. Ist nicht, ich kann mich nicht, komme nicht rein. Sagen Sie mir bitte, welches Passwort da geben Sie? Mein Passwort. Ihr Passwort, welches Sie haben gemacht. Richtig. Können Sie bitte da drücken auf Passwort vergessen? Vielleicht haben Sie Passwort vergessen. Sie dann werden Passwort aktualisieren, ja? Und dann mit neues Passwort da einloggen. So. Oder ich kann Ihnen ja so machen und Sie werden dann mit Standard-Passwort sich anmelden. Ja, schicken Sie mir mal eine E-Mail mit dem neuen Passwort, genau. Das ist Standard. Guck mal, ich kann ja einfach so alles annullieren und Sie werden dann mit Standard-Passwort sich einloggen. Das ist große Buchstabe A, kleine Buchstabe A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und Ausrufezeichen. Gut, das soll ich jetzt bei hier eingeben. Ja. So. Code erhalten steht hier. Was für ein Code? Hallo. Hallo. Aufwachen. Sind Sie eingeschlafen? Nein, 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 lieber Herr Seifert, ich habe nicht eingeschlafen. Haben Sie das Passwort da gegeben? Ja. Aber geht nicht. Und?
Guck mal, prüfen Sie bitte wieder. Ja. Große Buchstabe A, kleine Buchstabe A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und Ausrufezeichen. Ach, auf einmal geht's. Können Sie komisch, ne? Ich denke, Sie haben einfach so vertippt. Sie können dann in Einstellungen Ihr Passwort ändern. Gut. Ja, gut. Aber dann machen wir es doch mal so. Da ich ja mein Geld immer noch nicht erhalten habe, möchte ich jetzt mal mein Geld auszahlen. Dann heben wir das mal ab. Ihr Geld, wir haben für Sie schon geschickt. Nein, haben Sie nicht. Es ist kein Geld bei mir angekommen. Haben Sie einen Nachverfolgungsantrag erstellt? Bei der Bank? Mein lieber Herr Seifert, ich habe eine Frage gestellt. Haben Sie einen Nachforschungsantrag gestellt? Gut, dann schicken Sie mir bitte die Nachricht. Man kriegt ja dann immer ein Formular. Dann schicken Sie bitte. Lassen Sie mich bitte ausreden. Nein, Sie haben Ihr Konto nicht verifiziert. Ich werde für Sie in solchem Fall keine mehr Schäden für Sie machen, weil guck mal, Sie sind nicht verifizierter Kunde, ich habe keine Ahnung, mit wem ich rede, ja, und aus diesem Grunde, ich werde mit Ihnen dann nichts mehr machen, bis zum Moment, wenn werden Sie Ihr Handelskonto verifizieren. Verifizieren Sie Ihr Handelskonto, dann können wir mit Ihnen weiterreden, dann können wir auszahlen. Kein Problem, machen wir per Postident-Verfahren. Oder per Videocall, ja? Welcher Postident? Sie haben in Einstellungen... Ein Postident-Verfahren. Lieber Herr Seifert, Sie wissen unsere Regel. Sie haben da in Einstellungen solche Optionen, KYC, und da geben Sie Ihre ganzen Daten, hochladen Ihr Ausweis, und ein typisches Betrügerverhalten. Ein typisches Betrügerverhalten. Die wollen meinen Ausweis haben, um damit weiter Schindluder zu betreiben. Ich habe ein Konto. Das sage ich doch. Sie können. Lassen Sie mich doch ausreden! Ewig dazwischenreden! Warum reden Sie eigentlich pausenlos dazwischen? Lieber Herr Seifert. Nein, ich bin kein lieber Herr Seifert. Bin ich nicht. Also, Sie können damit Schindluder. Ja, ich lach Sie auch aus. Wissen Sie, warum ich Sie auslache? Wissen Sie, mit wem ich Kontakt hatte? Ich hatte Kontakt mit dem Bayerischen Roten Kreuz. Und die haben mir gesagt, die kennen Sie gar nicht. Ja. Und Sie können gar keine Überweisung machen von dem Konto. Das Bayerische Rote Kreuz kennen Sie gut. Sie sind ein Betrüger. Das wusste ich von Anfang an. Ich habe Sie die ganze Zeit verarscht. Sie sind der Betrüger. Sie sind der Betrüger. Sie sind der Betrüger. Sie haben investiert in Bayerische Rote Kreuz, ja. Ja, genau. Genau. Und Sie haben das Geld auf meinem Konto gutgeschrieben, obwohl Sie gar kein Geld erhalten haben. Natürlich, so, weil, guck mal, für uns, das ist kleine Münze und wir investieren das alles in Roten Kreuz. Alter, merkst du es eigentlich noch, du dumme Tussi? Du bist eine Betrügerin, ich weiß es. Ich habe es im ersten Telefonat mit der Frau Mia schon bewiesen. Sie haben keine Lizenz, die Webseite stimmt nicht. Du bist ein Betrüger, ich habe die ganze Zeit verarscht. Ich habe euch die ganze Zeit verarscht. Ihr seid die dümmsten Betrüger. Ich gratuliere Sie, lieber Herr Seifert. Sehr schön. Aber jetzt, Sie werden die Möglichkeit verloren, da Geld verdienen. Wie soll man denn bei einer Betrügerplattform Geld verdienen? Ihr seid doch nur Betrüger, da kann man kein Geld verdienen. Ihr seid illegal. Ihr habt keine Lizenz. Ja. Du redest selber, ja. Dann selbst das ist schon verboten. Du bist so wirklich die dümmste Betrügerin, die mir heute vorkommt. Ja, ich lach dich aus. Du bist so scheiße, bist du. Du bist so scheiße, du bist so dumm. Du hast dich schön verarschen lassen, die ganze Zeit. Du bist so blatt. Ja, du bist ein Betrüger. Ja, tschüss, Betrüger. Leg doch endlich auf.
Ich hab dich ertappt. Lieber Herr Seifert, sag mal, schneidest du es nicht? Kreuz, sag mal, du schneidest es nicht. Du schneidest es nicht. Aber das Rote Kreuz kennt dich gar nicht. Das Rote Kreuz kennt dich gar nicht. Du bist in keiner Kooperation mit dem Roten Kreuz. Die kennen dich gar nicht. Die kennen dich nicht. Sehr nett. Sie sind sehr nett. Wirklich. Ja, natürlich. Und vor allem habe ich dich ertappt. Du bist ein dummer Betrüger. Das weiß ich. Ach du, das geht dich gar nichts an. Ich bin hauptberuflich als Campbaiter. Das heißt, ich jage solche Firmen wie dich den ganzen lieben langen Tag. Und jedes Mal fallen sie wieder mit denselben Storys drauf rein. Und diesmal haben sie jede Menge Zeit mit mir vergoldet. Und ich wusste von Anfang an, vom ersten Anruf von der Mia Schmidt, dass sie ein Betrüger ist. Genauso wie du und dein komischer Broker, der keine Ahnung vom Handel hatte. Sie sind einfach nur dumme Betrüger. Sie haben von nichts eine Ahnung. Ihre Überweisungsbestätigung, die ist so schlecht gefälscht. Mein Gott, das ist so dumm. Warum so? Ja, warum du bist, warum du, ich weiß, nein, das ist keine echte Bestätigung. Ich habe sie den Bayerischen Roten Kreuz geschickt und die haben sich totgelacht darüber. Die haben sich totgelacht. Du hast gar keinen Zugriff auf das Konto. Und wie hast du denen diese Summe zurückgeschickt? Wieso? Was? Das Bayerische Rote Kreuz schickt mir gar nichts. Ich habe ja, Bayerische Rote Kreuz, hast du sie diese Summe nicht zurückgeschickt? Nein, natürlich nicht, denn ich habe doch gar kein Geld überwiesen. Warum sollte das Bayerische Rote Kreuz mir was zurückschicken? Ich habe dich die ganze Zeit verarscht. Ich habe dich die ganze Zeit verarscht. Sie sind Betrüger. Ich betrüge Betrüger, richtig. Ich betrüge Betrüger. Da du ein Betrüger bist, kann ich dich gerne betrügen. Was bitte? Ja, ich habe einen guten, schönen Beruf. Ich bin ein Betrüger, richtig. Und du bist der dümmste Betrüger seit langem. Köstlich. Und du wirst auch dieses Video, was ich über dich und deinen Fall gemacht habe, auf YouTube sehen. Na, kommt noch was? Möchtest du noch jemanden grüßen? Die YouTube-Zuschauer zum Beispiel oder deine Mutti? Mami, ich bin eine Betrügerin geworden. Du bist eine Dumme. Du dumme Sau! Was ist los? Bist du stumm? Komm, leg doch auf. Du weißt, ich lege nicht auf. Du für einen Lappen, ey. Ich lege auch nicht. Ja gut, dann haben wir ja viel Zeit. Sie sind ein sehr interessanter Mann. Ja, und du bist ein dummer Betrüger, richtig. Sie sind ein dummer Betrüger. Sie sind dummer Nein, ich Betrüger, bin ein schlauer Betrüger. Ich betrüge Betrüger. Sie möchten nichts machen? Ich bin ein schlauer Betrüger. Ich betrüge nämlich nur Betrüger. Und das können Sie machen, hat das Sinn? Natürlich hat das Sinn. Jede Menge war. Sagen Sie mal bitte, was haben wir verloren? Nichts. Nee, richtig, aber auch nichts gewonnen. Ein dummer Mann? Ich höre bei der Linie. Ein dummer Mann, ja. Eine dumme Betrügerin sitzt auf der anderen Seite der Linie. Ich habe euch von Anfang an verarscht. Wo haben Sie diese Idee gefunden? Betrügerin. Was bitte? Wo haben Sie diese Idee gefunden? Die habe ich selber gehabt. Selber haben Sie diese Idee gefunden? Ja, weil ich bin nicht so dumm wie du. Oh. Sie haben ein sehr interessantes Leben vielleicht. Richtig. Sehr. Mhm. Haben Sie vielleicht große Summe schon ja verloren? Nein, ich habe große Summe gewonnen. Von euch Betrügern. Ein paar Jahre vorher von euch Betrügern. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass ich bei Betrügern einzahle. Jetzt kommst du wieder mit der Story, ich hätte viel Geld verloren. Ich habe noch nie bei einem Betrüger Geld verloren. Lieber Herr Seifert, wie viel haben Sie verloren? Sag mal, verstehst du es nicht? Ich habe es gerade gesagt. Ich habe noch nie im Leben bei einem Betrüger Geld verloren oder Geld eingezahlt. Noch nie im Leben. Nie im Leben? Nee, denke ich nicht so. Ja, das ist klar, dass Sie nicht denken. Sie sind zu dumm zum Denken, richtig. Hast du Geflügelsalat gegessen oder musst du die Hühner noch fangen? Hä? Merkst du? Ja, ich bin schlau. Ja, danke. Wirklich? Weiß ich. Sie sind nicht gesund.
Im Gegensatz zu dir, selbst wenn ich krank wäre, wäre ich ein ehrlicher Kranker. Und du bist ein dummer Betrüger. Ich rate, du kannst nur raten, richtig. Weil Wissen hast du ja nicht. Wissen hast du ja nicht. Du bist ein dummer Betrüger. Besser überwiesen Sie Geld. Das ist besser für Ihre Zukunft. Ja, das, ja? Weißt du, wo deine Zukunft ist? Ich wünsche Ihnen nur den Tod. Alles Beste. Nee, häng dich doch auf, schmeiß dich doch hinter Zug. Genau. Wenn das macht für Sie Spaß und Glück. Natürlich macht das Spaß. Natürlich macht es Spaß. Okay, machen Sie bitte. Betrüger verarschen ist immer gut. Genau, Betrüger wie dich. Ist das stimmt, wo Sie küssen miteinander? Na, leg doch auf. Ich leg nicht auf. Du bist ertappt. Ich habe ein lustiges Video über dich gemacht. Tschüss. Ja, du hast vergessen aufzulegen. Los, leg auf. Du Schwein. Und mit diesem Anruf hatte ich den Abschluss und die Auflösung, die mir bis dato gefehlt hatte. Am Ende hatte sich Callcenter Nightmare Freddy nicht nehmen lassen, sich nochmal verbal einzumischen. Herrlich, wie sie sich am Schluss selber verraten hat. Und solche Fachidioten wollen eine Kooperation mit dem Roten Kreuz haben. Welcher seriöse Finanzdienstleister würde Geld auf das Konto einer anderen Firma überweisen lassen und trotzdem ein Tradingkonto mit der Summe aus der eigenen Firmenkasse aufladen? Völliger Irrsinn, was die mir erzählen wollte. So, ich denke, jetzt sind wir durch mit diesem Betrügerladen. Nochmal werden die nicht anrufen. Da ich mich ja schon verabschiedet hatte, wiederhole ich das Ganze jetzt nicht nochmal. Bis zum nächsten Video am Sonntag, euer Callcenter-Crusher.